2-2 die erste. Was braucht es eigentlich, um ein Unternehmen zu gründen? Vor 10 Wochen begann die erste Staffel Create F, The Female Founder Show. 10 Wochen gefüllt mit Gründungserfahrungen, inspirierenden Gesprächen, Workshops, Wochenaufgaben, Videotagebüchern und jede Menge gemeinsamer Dreharbeiten. Die Ziele waren ganz klar: mehr Sichtbarkeit für Frauen und ihre Unternehmensvorhaben, nahbare Einblicke in die einzelnen Schritte bis zur Gründung und dann vor allem das entscheidende Netzwerk. Denn wie stemme ich wirklich die Finanzierung für eine Vision? Wie kann ich meine Idee noch größer denken? Mit welcher Marketingstrategie bekomme ich möglichst viel Reichweite und welches Businessmodell macht für mein Produkt am meisten Sinn? In den letzten 10 Wochen haben wir darauf und auf viele andere Fragen Antworten gefunden. Eine Reise quer durch Deutschland, durch verschiedene Branchen, mit großartigen PartnerInnen an der Seite. Denn aus der Vision ist eine Serie geworden. 10 Startups, eine Gang, eine Vielzahl an Investorinnen und Mentorinnen, unfassbare Energie und ganz schön viel Spaß. Das war sie, Staffel 1. Herzlich willkommen zum Finale von Create F. Seit mehreren Wochen läuft unsere Gründerinnen-Show und heute nähern wir uns dem Höhepunkt. Die Gründerinnen-Teams sind aufgeregt, wie ich auch. Seit 10 Wochen arbeiten sie an ihren Pitches und präsentieren heute final vor den Investorinnen, Coaches und Mentorinnen. Dabei haben wir natürlich Svenja Lassen, die das ganze Programm von Anfang an begleitet hat. Aus ihrem Finn-Netzwerk Conny, Hörl und Katja Hunke von CK Ventures, aber auch Bettine Schmitz von Auxo. Carla Schönecke, die von Anfang an im Investorinnen-Track dabei war, Tech-Mentorin Mira, aber auch die Bisenetz natürlich, Claire und Victoria. Und Mayra, die uns von Google for Startups hier immer wieder eingeladen hat zu drehen, freuen wir uns natürlich auch sehr zu begrüßen. Und jetzt werden wir natürlich unsere Gründerinnen-Teams begrüßen. Ich vermute, dass sie alle schon sehr, sehr aufgeregt sind. Ich war es natürlich heute auch. Vor einem Jahr hatten wir die Idee zu dieser Sendung. Jetzt stehen wir hier und sind live beim Finale der letzten Folge. Jetzt geht's los, auf zu den Pitches. Bühne frei für unsere Gründerinnen. Im Finale pitche ich jetzt das erste Mal 5 Minuten. Ich habe bisher 1 Minute und 3 Minuten gepitcht. Also bei mir spielt natürlich die Sprache immer eine Rolle. So, ich bereite mich gerade mental auf das Pitchen gleich vor. Für das Create F-Finale wünsche ich mir natürlich eine Finanzierung. Gleich geht's los. Aber auch Mentoring wäre ganz wundervoll. Weil wir das Finale nicht vor Ort gemeinsam drehen können, erwartet uns jetzt ein großartiger digitaler Pitch. Und hier kommt unsere Jury. Mein Name ist Svenja. Ihr wisst es, Svenja Lassen. Ich habe das Female Investors Network gegründet, weil es mir ein Anliegen ist, den Anteil von Frauen in der Startup-Szene zu erhöhen. Dafür haben wir auch die Mission 25-25 gestartet und ich finde es großartig, wie wir hier im Verbund gemeinsam mit tollen Angels, mit tollen Investorinnen diesen Track begleiten konnten und auch Carla dabei begleiten konnten. Ich bin Katja Hunke. Ich investiere zusammen mit Conny über die CK Venture Capital Angel-Kapital an Startups und sind einfach sehr froh, dass wir diese Reise auch mit begleiten durften und vor allem auch mal die Sicht der Investorinnen und die Wichtigkeit der Investorinnen zeigen durften. Conny Hörl ist mein Name. Katja und ich sind Geschwister und seit vielen Jahren auch unternehmerisch sehr tätig. Also ich bin seit 20 Jahren Unternehmerin und seit 2 Jahren investieren wir zusammen und wir waren so mehr perplex, als wir angefangen haben, wie wenig weibliche Gründerinnen es gibt und wie wenig weibliche Investorinnen es gibt. Und wir haben uns gedacht, wir müssen das auch unbedingt ändern und hier auch mutig nach vorne schreiten. Unser Investmentfokus ist hauptsächlich oder sehr, sehr stark auf Impact-Investments. Das heißt, unser Ziel ist, wir wollen mit unseren Investments die Welt ein Stück besser machen. Hallo, mein Name ist Bettine Schmitz mit vollem Namen. Ich bin eine der 3 Gründerinnen von Auxo. Auxo war ein Business Angel Club, 3 Frauen zusammen. Und wir haben im Sommer den Auxo Female Catalyst Fund aufgesetzt. Wir investieren in Firmen im VC-Stadium, also eine Ecke später als die meisten von euch.
und investieren ausschließlich in Firmen mit mindestens einer Gründerin, co-investieren mit den größten Fonds in Deutschland und Europa. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein, um das Projekt zum Abschluss zu bringen, und bin wahnsinnig gespannt auf die Pitches und zu sehen, wo alle der Gründerinnen jetzt so über die Wochen hinweg ihre Reise hingeführt hat. Und ja, wir mit dem ganzen Google for Startups Team können uns auch nur bedanken an alle, an Franziska und das Team, an alle Gründerinnen dabei zu sein. Und wir haben einen großen Pool an Mentorinnen und Mentoren dabei gehabt, die mit viel Freude alle Gründerinnen auf ihrer Reise begleitet haben und wir hoffentlich auch langfristig euch weiter begleiten werden. Ich bin Mira Jago. Ich bin die Tech-Mentorin bei CreateF und ich habe die Gründerinnen in den letzten 3 Monaten dabei begleitet, ihre technischen Prototypen umzusetzen, ihre Webseiten und App-Entwicklungen anzustoßen. Genau, ich bin eigentlich App-Entwicklerin selber und habe eine kleine App-Entwicklungsagentur. Wir machen Cross-Plattform-App-Entwicklung mit Flutter. Und ich mische ganz gern in der Startup-Szene mit und unterstütze Frauen bei ihren Gründungen und ihren technischen Produkten. Ich bin Victoria und zusammen mit Claire haben wir BizNet ins Leben gerufen. BizNet ist der erste digitale Inkubator für gründungsinteressierte Frauen. Das heißt, wir unterstützen Frauen mit Geschäftsideen ganz am Anfang, wenn eigentlich nur die Geschäftsidee besteht. Und wir durften jetzt während CreateF die Gründerinnen auf dem Weg von der Konkretisierung ihrer Geschäftsideen bis hierhin begleiten. Das alles zusammen mit unserem Programm. Und ja, es hat uns total Spaß gemacht und wir sind echt froh, dass wir euch in eurer Entwicklung begleiten durften. Ich wollte allen Teams wirklich erstens ganz viel Erfolg wünschen für die Pitches, die jetzt anstehen, aber auch darüber hinaus. Es war echt eine große Ehre, mit euch allen zusammenzuarbeiten und euch so ein Stückchen begleiten zu können. Und eure Geschäftsideen sind alle sehr unterschiedlich, sehr innovativ. Ihr steckt alle sehr viel Herzblut da rein und gebt wirklich nicht auf, macht weiter. Knickt nicht zu schnell ein und bleibt einfach dran. Wir brauchen euch in der Gründerszene und die Welt braucht eure Produkte. Ich hatte das große Glück, in dem Investorinnen-Track sozusagen Lehrling, was ist das? Was ist das weibliche Wort für Lehrling? Keine Ahnung. Also Apprentice zu sein, reinzuschauen hinter die Kulissen, wie man an das Investieren rangeht. Ich bin ja schon länger in der Startup-Szene, aber jetzt wirklich mal das aus der Sicht von, möchte ich da mein Geld hin reinpacken und was brauche ich da, mit welcher Brille muss ich darauf gucken? Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt und ich habe noch viel mehr Hunger, noch mehr zu lernen und vor allen Dingen, suche ich nach noch mehr Frauen, die auch Bock haben, mit mir diese Reise zu gehen, weil sie ist erstmal extrem spannend, sie macht mega Spaß und wir können auch ordentlich was hebeln, wenn wir unser Geld zusammenpacken und diese coolen Gründerinnen, die wir hier auch kennenlernen durften, ein Stück voranbringen. Ja, ich bin voll gespannt. Eigentlich das erste Mal wirklich vor Investorinnen und nicht nur so im Team und zum Proben. Du willst umziehen und du kannst nicht all deine Möbel mitnehmen? Einfach auf den Sperrmüll damit, denn die meisten würden den Umzug sowieso nicht überleben. So groß! Ich liebe das Regal. Sie hat sich ja diese Idee verschrieben, tatsächlich ein Regal zu bauen, was ab der Losgröße 1 wirtschaftlich ist. Ja? Und das ist ein Thema, was natürlich die Industrie umtreibt. Und Judith strahlt einfach ganz, ganz viel Power, ganz, ganz viel Willenskraft aus, hat das Rocket für sich eingenommen. Und von daher, da freuen wir uns sehr, wenn wir sie unterstützen können und hoffen natürlich, dass wir sie ganz, ganz weit vorne in der Show bei Create sehen. So, letzte Vorbereitung für den Pitch. Ich habe jetzt hier mein super Setup aufgebaut, mein erster Prototyp. Mein jetziger Prototyp, der eigentlich mit zum Finale kommen sollte. Laptop für die Übertragung, Licht. Und jetzt muss ich noch abchecken, wie das Bild ist. Und nochmal meinen Pitch durchgehen und dann das Beste hoffen. Los geht's! Ich habe noch ein paar Spickzettel. Aber wird schon werden. Wird schon werden. Hallo, mein Name ist Judith und ich gründe Maloop. Ich möchte euch dazu einladen, noch einmal an euren letzten Umzug zu denken.
Konntet ihr alle Möbel mitnehmen oder waren manche vielleicht schon so alt und kaputt, dass sie einfach nur noch auf dem Sperrmüll gelandet sind? Und genau das ist das Problem. In Deutschland produzieren wir pro Jahr mehr als 2,5 Millionen Tonnen Sperrmüll. Nur rund die Hälfte davon kann recycelt werden, der Rest wird einfach verbrannt. So, das können wir uns aufgrund der fortschreitenden Klimakrise so einfach nicht weiter leisten. Die Lösung dafür bietet Maloob. Mit einem System, was primär aus den Materialien Wellblech und Vollholz besteht, lassen sich die einzelnen Teile am Ende des Lebenszyklus wieder sortenrein voneinander trennen und das Ganze wird in die eigenen Kreisläufe zurückgeführt. So kommt es zu keinem zusätzlichen Müll. Dank moderner CNC-Maschinen ist es möglich, die Produktion erst zu beginnen, nachdem der Kunde bestellt hat. Dadurch kommt es zu keiner Überproduktion und große Lagerflächen können vermieden werden. Der Trend der letzten Jahre zeigt, dass immer mehr Menschen ihre Möbel online bestellen. Dieses Jahr lag der Umsatz im Online-Möbelhandel bei 8,1 Milliarden Euro. Bis 2025 wird das Ganze um weitere 29% auf 10,5 Milliarden Euro wachsen. Zudem sagen schon jetzt 73% der befragten Deutschen, dass ihnen Nachhaltigkeit bei Möbeln wichtig ist und sie mehr Geld dafür ausgeben würden. Hi, ich bin Judith. Kommt rein! Wir mussten im ersten Semester im Bachelor einen Maschinenkurs machen, also Kreissäge, Bandsäge, die ganzen Handgeräte und sowas. Und dann ist das aber so ein bisschen eingeschlafen, weil es danach sehr theoretisch wird. Und ich habe dann erst so im sechsten Semester wieder ein Projekt in der Werkstatt gehabt und dann auch voll gemerkt, dass ich einfach richtig Bock habe, mehr in der Werkstatt zu arbeiten und weniger am Computer zu sitzen. Auch Maloob möchte den B2C-Markt auf den Onlinehandel setzen. Mithilfe eines Möbelkonfigurators kann in diesem Fall beispielsweise der Kunde die Farbe und Höhe des Regals noch genau auswählen. Danach wird das Ganze als Flatpak zu ihm geschickt und er kann es zu Hause selbstständig aufbauen. Aber auch für den B2B-Markt ist das System sehr interessant. Mithilfe kleiner Verbindungselemente lassen sich mehrere Wellbleche miteinander koppeln und größere raumbildende Elemente gestalten. So sind zum Beispiel Messebauten, Pop-up-Stores oder Garderoben in Eingangshallen denkbar. Das Konzept wird individuell erarbeitet und das Corporate Design der einzelnen Firmen wird mit eingefügt und in das Konzept integriert. Hier nochmal ein Beispiel, wie das Ganze dann zum Beispiel als Garderobe funktionieren könnte in einem Klamottenladen. Der große Vorteil des Systems ist seine Vielseitigkeit. Mithilfe eines Produktionsverfahrens lassen sich die verschiedensten Möbel generieren. Das Ganze kann immer als Flatpak versendet werden. Die Materialien sind langlebig und kreislauffähig und durch die modernen Verfahren lassen sich die Dinge leicht individualisieren und das Ganze ist in Deutschland zu fertigen. Im B2C-Markt sprechen wir zunächst Personen von Ende 30 bis Mitte 40 an, die schon über ein gewisses Budget verfügen und sich sesshaft machen wollen, ihre Wohnung also damit langfristiger einrichten wollen. Im B2B-Markt möchten wir besonders auf mittelständige bis größere Unternehmen anzielen, weil diese oft Messestände benötigen oder über ein Corporate Design verfügen, was sie gerne in ihrem eigenen Büro auch repräsentieren wollen. Das Marketing soll zunächst über soziale Medien und die eigene Website erfolgen. Der Eintritt beginnt in Deutschland und Österreich und wird dann auf weitere europäische Länder ausgeweitet. Durch die vielen nachhaltigen Aspekte und die Individualisierbarkeit hebt sich Maloob stark von den Konkurrenten ab. Bisher gründe ich Maloob noch alleine. Ich habe aber aufgrund großartiger Hilfe von der Hochschule hier, dem Biznetz, Mira und vielen weiteren Personen schon ein großes Netzwerk aufbauen können, auf das ich bei Fragen zurückgreifen kann. Der erste Prototyp ist gebaut. In nächster Folge sollen die ersten Regale gefertigt werden und über den Online-Shop verkauft. Gleichzeitig sollen verschiedene Kunden im B2B-Bereich angesprochen werden. Wenn das Ganze dann erstmal angelaufen ist, kann das Sortiment erweitert werden. Weitere Möbelsysteme kommen hinzu und die Produktion, die zunächst ausgelagert war, soll bei uns selbst stattfinden. Weil dieses System aus Wellblech und Vollholz so viele Möglichkeiten bietet, würde ich euch jetzt gerne noch zeigen, dass nicht nur Regale damit möglich sind, sondern auch Raumteiler im B2B-Bereich. Es sind Empfangstresen oder Theken denkbar. Größere Regale aus mehreren Elementen von Wellblech. Große Schreibtische, aber auch die kleinere Version bis hin zu Kleiderschränken. Das Ganze kann sehr wohnlich gestaltet werden oder industrieller im Businessbereich. Das sind jetzt nur einige Vorschläge. Ich glaube, ihr seht, wie vielseitig Wellblech und Holz miteinander kombiniert sein können. Ich bin froh, dass ich bisher mit euch den Weg beschreiten konnte und würde mich super freuen,
noch weiter mit euch zusammenarbeiten zu können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Pitch, liebe Judith. Jetzt bin ich überhaupt gar kein Materialexperte und mich würde jetzt trotzdem auch noch mal interessieren, wie diese Kreislaufwirtschaft eigentlich wirklich funktioniert von deinem Material. Wo kommt jetzt wirklich dein Material her und wie wird es dann oder soll das dann konkret wieder letztendlich nach Benutzung dem Kreislauf zugeführt werden? Genau, also die Hauptkomponente für die tragende Konstruktion ist ja das Wellblech. Und da ist es einfach schon so, dass Stahl in Deutschland sehr gut recycelt wird. Also schlussendlich, selbst wenn man das auf den Sperrmüll einfach legt, sage ich mal, wird das Ganze wieder in den Kreislauf von selbst zurückgeführt, weil da einfach die Wirtschaft schon so gut funktioniert. Bei Holz ist es einfach so, das lässt sich ja nicht klassisch recyceln, sage ich mal, sondern das lässt sich immer nur Stück für Stück downcyceln, also könnte aus dem Vollholz dann im nächsten Schritt eine Spanplatte entstehen oder eine furnierte Platte. Oder es wird einfach auch thermisch verwertet, aber man hat halt nicht diese ganzen Giftstoffe, die normalerweise von den Lacken oder von den Klebstoffen mit da drin sind, auch mit in die Luft emittiert, sozusagen. Genau da ist die Idee. Und dann einfach, dass eben diese ganzen Elemente auch voneinander wieder trennbar sind. Weil oft habe ich ja Möbel, aber da sind dann 5 Materialien so miteinander kombiniert, dass ich das Ganze nur noch, dass es zu viel Arbeit wäre, um das wieder voneinander zu trennen. Deswegen lasse ich es einfach zusammen und verbrenne es in einem, anstatt die Sachen, die noch wieder verwendet werden können, wieder zu verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt mal Loop-Kunde bin und ich habe jetzt mein Regal, ich mag das nicht mehr oder ich habe, keine Ahnung, oder ich brauche es an der Stelle nicht mehr, dann würde ich das auseinanderbauen. Und so sagen, und könnte daraus jederzeit eben was anderes machen. Und wenn mir in der Zwischenzeit nichts einfällt, lasse ich es liegen. Oder könnte auch die einzelnen Teile dann doch, würde ich sie dann am Sperrmüll geben, frage ich mal. Oder wo ja, in dem Fall schon. Beziehungsweise eigentlich ist auch der Plan, dadurch, dass es ja immer das gleiche System ist und Wellblech eigentlich ein sehr robustes Material ist, das Ganze soll pulverbeschichtet werden, also ist die Oberfläche auch sehr gut, dass ich schon gerne also auch einen Rückholprozess, also dass man meinetwegen 10% für das nächste Produkt bekommt und dafür halt die Sachen auch zurücksenden kann, weil zum Beispiel bei dem Regal, was ich als erstes gezeigt habe, wird der Radius wahrscheinlich gleich bleiben. Das heißt, wenn die Böden noch in Ordnung sind, kann ich die auch einfach wiederverwenden für ein anderes Regal, ohne sie überhaupt in diesen Recycling-Prozess einführen zu müssen. Danke dir. Danke auch. Auch ich komme ja nicht aus der Materialwirtschaft oder aus diesen Systemen. Wo ist jetzt der von der Umwelt her der Vorteil, wenn ich mal Loop gegen ein Vollholzregal stelle? Gemeine Frage. Naja, also erstens mal kommt es beim Holzregal ja darauf an, woher das Holz kommt. Also auch Holz, was nicht ja, bei deinem auch. Du hast ja verwendest ja auch genau. Holz. Also genau, deswegen. Genau. Aber also da, das angenommen gleiches Holz, also gleiche Verwendung. Okay. Nee, dann ist es einfach von der Nachhaltigkeit her ist am Ende Holz, weil es wächst, das Nachhaltigere. Das muss ich dazu sagen. Aber es ist günstiger, oder nicht? Bitte? Aber dein Regal ist günstiger als ein Vollholzregal. Genau, also meins ist eben, also ich habe die Vorteile, dass meins leichter ist, weil ich einfach nur ein super dünnes Material habe, was aber genauso stabil ist. Dadurch kann ich das leichter verschiffen oder also halt versenden, weil ich einfach ein kleineres Packvolumen habe. Und spare da meine Emissionen. Also wenn ich das Ganze im insgesamten Paket dann sehe, habe ich beim Metall schon einen höheren Energieaufwand, um das Ganze herzustellen, aber habe dann andere Vorteile des Materials, die halt in anderen Teilen der Produktion zum Tragen kommen. So, der Pitch ist vorbei. Es war gefühlt so lala, weil ich ja, wenn man nur auf seinen eigenen Bildschirm schaut und man weiß aber, dass da irgendwie trotzdem Leute sind und die Zeit läuft runter und naja, 1000 Dinge. Die Fragen danach waren auf jeden Fall berechtigt. Ich bin voll gespannt auf das Feedback. Ich mag die Judith furchtbar gern. Sie hat super mitgearbeitet. Sie hat CreateF echt, echt genutzt. Sie hat selber es hingekriegt, sich eine Webseite aufzusetzen, WordPress gelernt. Sie hat Divi-Bilder benutzt dafür. Die Webseite sieht auch super aus. Total toll. Aber es ist halt eine einzelne Person. Es ist kein Gründerteam. Aber ich denke, dass die noch ziemlich viel reißen wird. Aber was
da, wenn dann Potenzial hat, ist das Thema B2B, ne? Wo man wirklich sagt, das sind Industrielösungen für eben Messen, für große Büroräume. Da kann das sein, wenn man da sozusagen, aber da muss man, das ist es ein Thema des Preises, ne? Das ist ein bisschen Umweltgedanke, Preis, und dann ja, braucht sie auch, bräuchte sie ein Team. Hallo. Hallo. Wir möchten vor allem tatsächlich deine extreme Entwicklung hier lobend hervorheben. Also das war auch das Feedback der Mentorinnen, wie großartig du mitgearbeitet hast, wie viel du alles angenommen hast, wie du dich selbst persönlich weiterentwickelt hast, aber natürlich auch im Geschäftsmodell. Das haben wir ganz klar gesehen. Also deswegen da nochmal ganz, ganz großes Lob. Du wurdest als umfassende Allrounderin dargestellt, ja, mit sehr vielen Fähigkeiten. Wunderbar. Nichtsdestotrotz, und das, glaube ich, weißt du selbst oder ist dir selbst auch bewusst und du wünschst dir natürlich auch diese Unterstützung, geht es hier natürlich auch darum, ein Team zu finden, einen Co-Founder oder eine Co-Founderin, um damit nicht alleine weiter dazustehen. Aber da helfen wir dir natürlich auch sehr, sehr gerne, wenn uns dazu jemand einfällt. Wir haben es im ersten Pitch damals schon gesagt, im September, ja, und du entwickelst dich auch in diese Richtung. Wir haben damals den B2C-Markt kritisch gesehen und sehen nach wie vor dein Produkt wirklich im B2B-Markt. Ganz einfach, weil es die Größenordnung angeht, ja, und wir uns wirklich schauen müssen, wie kann dieses Produkt und wie kann dein Geschäftsmodell skalierbar sein. Also ja, der Möbelmarkt wächst, aber wir sehen es eben gerade nach wie vor weiterhin in dem ganzen Bereich Messen, Unternehmen, auch gerade was du aufgezeichnet hast, eben die Kleiderschränke, Empfangstresen, also auch Coworking Spaces, nachhaltige Unternehmen, die wirklich damit etwas zum Ausdruck bringen wollen. Also da würden wir nach wie vor die Entwicklung sehen und auch weiterhin unterstützen, gerade was das Thema Langlebigkeit angeht und auch Fertigung in Deutschland. Also deswegen dort gern auch weiter unsere Unterstützung in dem Bereich. Danke. Ich habe jetzt hier einen Raumfahrtexperten, den rufen wir jetzt mal an. Hallo? Ja. Kann ich ein Flugzeug haben? Versuch mir einzureden, nicht nervös zu sein. Wie oft hast du deinen Pitch geübt? Oft. Denkt an eure Großeltern. Wie viele von ihnen haben sich bereits aufgrund eines Sturzes verletzt? Gerade ist Geschwindigkeit drin in der Prototypentwicklung. Soweit ich weiß, ist der wirklich schon sehr weit fortgeschritten und sollte demnächst wirklich so eine Vorserienvariante fertig sein. Ich glaube, sie sind auch vielleicht durchs Studium oder durch die Erfahrung in den Projekten ganz gut gewappnet für all das, was so die ganzen Auf und Abs. Sie sind gut aufgehoben. Insofern wünsche ich ihnen natürlich Erfolg. Ich glaube auch an die Idee, ich glaube an das Produkt. Kann so weitergehen. Wir können durchstarten. Hallihallo, es ist Donnerstag, der 25. November und heute ist CreateF-Finale. Leider jetzt doch nicht vor Ort bei Google, sondern remote im Homeoffice. genau. In 5 Minuten geht's los. Wir pitchen vor den Investorinnen und den Mentorinnen. Genau, bisschen Aufregung spielt mit. Aber genau, Pitchen ist ja so an sich nichts Neues für mich. Ich habe mich am Dienstag nochmal mit Carla auch schon getroffen und habe vor ihr einmal gepitcht. Und sie hat mir dann ganz viel Feedback gegeben und das habe ich noch integriert. Und genau, ansonsten habe ich heute früh den Pitch, bin ich noch ein paar Mal durchgegangen. Das sollte jetzt hoffentlich alles sitzen soweit. Und genau, dann
wähle ich mich mal in Zoom ein. Bis gleich. Wir sind Ethos und wir machen smarten Schmuck mit automatischer Stützerkennung für deine Eltern und Großeltern. Stell dir einmal folgendes Szenario vor. Deine Mama oder Oma lebt allein und stürzt. Sicherlich kam das schon bei einigen Familienmitgliedern oder auch im Bekanntenkreis zu einem Sturz. Vermutlich dann leider auch mit Verletzungen und blaue Flecken sind da natürlich das geringste Übel. In Deutschland passieren jährlich etwa 18 Millionen Stürze und die resultieren in Kosten in Höhe von etwa 3 Milliarden Euro für Versicherer, aber natürlich letztendlich auch für Privatpersonen. Die auf dem Markt befindlichen Lösungen sehen dabei aber häufig aus wie hässliche Medizingeräte, überfordern ihren Nutzer mit einer Fülle an Funktionen, die sie weder brauchen noch wirklich wollen. Manche sind tatsächlich datenschutztechnisch auch echt heikel oder sind nachgewiesenerweise kontraproduktiv in der Stürzprävention. Hier mal eine kurze Zusammenstellung, wie Konkurrenzprodukte in etwa so aussehen. Genau, diese Probleme und noch einige weitere wollen wir mit FS lösen. FS erkennt Stürze automatisch und schickt dann eine Nachricht an dein Handy, damit Mama, Oma so schnell wie möglich Hilfe bekommt. FS ist klassischer, hochwertiger Schmuck, welcher modular als Kette, als Armband oder als Clip getragen werden kann. Und das heißt, Oma kann heute vielleicht die goldene Kette tragen und morgen vielleicht lieber das silberne Armband und muss dafür hier in weiß dargestellt nur die Technik umklipsen. Denn was unserer Meinung nach häufig auch in Vergessenheit gerät, ist, dass der Wunsch nach Selbstständigkeit bis ins hohe Alter eben auch heißt, den gewohnten Modestil beibehalten zu können. Was bringt FS für Features mit? Einmal natürlich Wasser- und Staubresistenz, dann die am Markt höchste Akkulaufzeit mit etwa 3 bis 4 Tagen, eine GPS-Lokalisierung, den Notruf kann man auch neben dem automatischen auch noch manuell betätigen. Natürlich sind wir datenschutzkonform, wie gesagt, im Gegensatz zu manch anderen Produkten. Die Weiterleitung der Benachrichtigung kann über einen präferierten Kanal stattfinden. Es kann WhatsApp sein, es kann Telegram sein, SMS, WLAN, E-Mail oder ja, ähnliches. Und für die Netzwerkanbindung nutzen wir ein ortsunabhängiges. Das heißt, wir sind nicht angewiesen auf Bluetooth, Festnetz, WLAN oder ähnliches. Und hierfür nutzen wir eben ein Blockchain-basiertes IoT-Netzwerk. Unsere Back- und Frontend-Lösung dazu zur Datenaufbereitung ist ebenfalls schon integriert. Auf dem Bild seht ihr es und hier könnt ihr es auch nochmal sehen, das ist unser aktueller Prototyp, der wird natürlich noch mal kleiner, aber so technisch funktioniert der voll. Wie machen wir eigentlich dann Geld? Wir verfolgen ein zweiseitiges Geschäftsmodell und planen zunächst den Einstieg in den B2C-Markt mit einer Crowdfunding-Kampagne und kurz darauf den Einstieg in den B2B-Markt mit Bulk Sales und White Label Solutions für Versicherer, Pflegeeinrichtungen oder Reha-Kliniken. Persönliche Sturzerkennungssysteme sind ein deutlich unterschätzter Wachstumsmarkt, unserer Meinung nach. Und das liegt laut einer Studie besonders auch an den hohen Anschaffungskosten und auch Abokosten für Konkurrenzprodukte. Bis zum Jahr 2027 soll der globale Markt auf ein Volumen von etwa 604,3 Millionen Euro ansteigen. Das war allerdings vor der Pandemie eine Studie. Mittlerweile sollte eigentlich jeder verstanden haben, dass wir einen Pflegekräftemangel haben. Wir haben eine überalternde Gesellschaft, steigende Pflegekosten und natürlich eine andauernde Pandemie. Deswegen braucht kaum ein Bereich so dringend innovative Produktideen wie die Pflege. Und bei der Stürzerkennung möchten wir natürlich nicht aufhören. Die bildet letztendlich unsere Datenbasis für unser Machine Learning basiertes Vorhaben in Richtung Sturzvorhersage. Wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, gemeinsam wachsen und unsere größere Vision vorantreiben. Wir sind derzeit auf der Suche nach einem Seed-Investment in Höhe von 300.000 Euro. Damit finanzieren wir dann schon die erste Internationalisierung und die Personalentwicklung Richtung Sturzvorhersage. Wer sind eigentlich wir? Ich bin natürlich Michaela, CEO, und ich werde ergänzt durch Lukas, CDO und CTO, und den Alex, COO. Und
Damit sage ich herzlichen Dank und ich freue mich auf eure Fragen. Von mir auch hier schon mal ein virtueller Applaus. Michaela, vielen, vielen Dank. Toll zu sehen, wie ihr euch entwickelt habt, ja, in den letzten Wochen, wie viel weiter ihr gekommen seid. Du hast gesagt, ihr startet B2C durch Crowdfunding, da sich ja auch Community-Aufbau. B2B später, wie sind da die Kanäle gedacht? Sag das doch bitte nochmal kurz. Also das Crowdfunding haben wir aktuell für Mitte nächsten Jahres geplant und damit finanzieren wir dann quasi die erste Produktion. Und mit den, die werden dann wahrscheinlich gegen Ende des Jahres ausgeliefert und gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, also 2023 dann, würden wir dann auch gleich gerne mit B2B starten. Ja, erstmal vielen Dank, Michaela. Ich finde natürlich deine Idee, das Ganze als Schmuck zu verpacken, sehr, sehr gut, weil tatsächlich sind mir auch schon mehrere Systeme untergekommen zu diesem Bereich und ich bin da genau deiner Meinung, dass es muss auf der ästhetischen Seite passieren, dass es dann auch eine Akzeptanz findet für deine Kunden. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie möchtest du auch vor dem Hinblick der doch schon existierenden Konkurrenzprodukte deine erstmal B2C-Kunden erreichen? Also natürlich die B2C-Seite, die kann man dann über einen Online-Shop kaufen oder sich dann später hoffentlich auch über den Arzt verschreiben lassen, weil wir uns im Hilfsmittelkatalog listen lassen möchten. Das heißt, als ja, Person mit Pflegegrad oder tatsächlich auch mit Sturzrisiko einfach, kann man sich solche Produkte bereits verschreiben lassen, beziehungsweise kann solche Produkte auch schon von der Steuer absetzen. Das ist einmal die B2C-Seite und B2B dann natürlich Direktvertrieb. Dafür würden wir gerne jemanden voll einstellen, der konstant in Kontakt mit Pflegeheimen ist und ja, da Bulk Sales möglich macht oder auch White Label Solutions, dass ein Pflegeheim quasi eine White Label Solution für sich selber bekommt und die dann an ihre Mitbewohner weitergeben kann. Also ich habe zu Michaela nicht so viel zu sagen, weil ich sie nur am Anfang kennengelernt habe. Sie hatte einfach jetzt nicht, also sie war nicht gerade dabei, eine Website oder eine App zu bauen oder so. Sie hat ja einen CTO mit dabei, das heißt, da war sie schon recht safe. Sie hat ziemlich viel Ahnung, technische Ahnung auch. Also sie ist nicht so, dass sie das so von sich schiebt und dem CTO das übernehmen lässt, sondern sie ist da sehr involviert mit drin. Ich persönlich halte das Produkt für sehr gut und tatsächlich von den Produkten, die ich bei CreateF bisher mitbekommen habe, wäre das Produkt, wo ich investieren würde, wenn ich investieren würde. Also ich bin da großer Fan. Ich glaube, die haben alle Ahnung von dem, was sie tun. Das ist ein wichtiger Markt und finde das super. Aber ich habe jetzt keine, nicht viel mehr Insights als ihr, würde ich sagen. Ich hatte ein, zwei Gespräche mit ihr in der ganzen Zeit. Ich glaube auf jeden Fall, dass Michael und die Team, dass die so sehr strukturiert auch an die Sachen rangehen und dass die es so ganz gut planen. Also bei denen hatte ich so wirklich immer den Eindruck, dass sie so eine Roadmap haben, der sie folgen und dass die sich im Team da ganz gut updaten und wirklich, also wie auch jetzt schon genannt wurde, dass die Aufgaben da ganz gut verteilt sind und ich denke auch, dass es sehr berechtigt ist, dass man so ein bisschen super operativ fragt, wie das dann geplant ist und bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich denke, dass die das schnell genug merken werden, wie wichtig das ist, dass man da ja früh genug das einplant. Das Schöne bei denen ist ja, dass sie sowohl die technische Experience haben, als auch ein gutes Gefühl für Design. Sieht man an dem Logo, sieht man an der gesamten Aufmachung. Und alleine das beides zusammen zu haben, hat man schon ziemlich selten, finde ich. Ja, und ich finde halt auch das am spannendsten, was eigentlich als große Vision ist, nämlich dann die Sturzerkennung. Also, dass man dann sagt, okay, die Oma läuft komisch seit einem halben Tag, passt mal auf oder wir müssen jetzt mal was machen. Und das ist eigentlich das Riesen-Software-Business, was dann groß dahinter steht. Wir haben wild diskutiert, wir finden dein Produkt oder euer Produkt nach wie vor sehr spannend und vor allem sehr schön. Tolle Entwicklung haben wir gesehen und wir haben auch gehört, dass du ein tolles Team dahinter hast, das wir natürlich auch sehr gerne noch kennenlernen wollen, auch gerne persönlich.
Also deswegen ja, Produkt ist schön, aber du hast es auch schon an den Nachfragen gesehen. Es muss noch viel, viel kommerzieller sein und werden. Und natürlich ist das auch die große Frage. Ja, wie wollt ihr das Ganze an den Mann bringen und an die Frau und an die Oma und Großeltern? Also deswegen Sales und Vertrieb wird nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und vor allem in dem aktuell schon großen und umkämpften Markt. Ja, einer nach dem anderen weg. Okay, kein Problem. Na dann, toi, toi, toi. Hallo, ich bin Nina, ich bin die Gründerin von Shitu Power und wir wollen aus Kläranlagen Kraftwerke machen. Nina is a great, very great founder. We love the idea, and at first we saw this application with this very strange name. We all love about this name, but at the end we all remember this project and that perfectly fits with what we want to. What kind of team and project we want to accelerate. Hi, ich heiße Micha, ich bin Nina und ich stelle euch Shitu Power vor. Wir leben zusammen auf dem blauen Planeten und trotzdem haben wir eine Wasserknappheit. Und tatsächlich sind die Wasserlevel immer dieselben auf unserem Planeten, aber durch den Klimawandel häufen sich Starkregenereignisse und Dürren. Und dies ändert schlichtweg die Verteilung des Wassers. Und das ist der Grund, warum wir anfangen müssen, Abwasser als Ressource zu betrachten. Aktuell werden nur 20% des globalen Abwassers geklärt. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Abwasserklärung sehr energieintensiv ist und sich damit ökonomisch nicht rentiert. Nehmen wir mal an, du bist Betriebsleiterin einer Kläranlage in einer Stadt mit 30.000 Einwohnern. Und deine Aufgabe ist es, das Abwasser im Klärwerk zu reinigen, also grob gesagt die Feststoffe und das Wasser voneinander zu trennen. Dieser Klärungsprozess wird in Gang gebracht, dadurch, dass du Energie dafür einkaufst. Und zwar für dich in deinem Klärwerk kostet das 1.000 Euro am Tag. Nebenbei entsteht in diesem Klärungsprozess noch ein Produkt, das heißt Klärschlamm. Das ist eigentlich Abfall, den du ebenfalls entsorgen musst. Und bei der Menge, die bei dir anfällt, macht das so 270 Euro pro Tag. Das ist eine Menge Geld. Aber es gibt eine Lösung für das, um es ein bisschen besser aussehen zu lassen auf deiner Bilanz. Und zwar haben wir hier eine ungenutzte Energieressource und das ist der Klärschlamm, also das, was du eben als Nebenprodukt der Abwasserreinigung mit dem LKW wegtransportiert hast, enthält bis zu 3-mal mehr Energie, als du für die Klärung des Abwassers benötigst. Um diese erneuerbare Energieressource für dich zu nutzen, entwickeln wir einen Plug-and-Play-Container. Im Prinzip ist es so, dass wir den Container mit dem Klärschlamm füllen. Dabei schließt sich ein thermischer Prozess an und raus kriegen wir grünen Wasserstoff, Energie, Wärme und wir binden die Kohlenstoffemissionen. Durch die Integration unseres Containers in deine Kläranlage können wir einen zirkulären Prozess generieren und reduzieren damit deine Energie- und Entsorgungskosten signifikant. So, schauen wir uns mal den Markt dazu an. Also in Europa ist der Entsorgungsmarkt für Klärschlamm 5,1 Milliarden Euro pro Jahr groß. Es kann übrigens auch noch mit jeglicher anderen Biomasse erweitert werden. Der für Shitu Power erschließbare Markt hier in Deutschland beträgt 23 Millionen Euro pro Jahr. Und unsere Nische sind Kläranlagen mit bis zu 30 EinwohnerInnen, also Kläranlagen genauso wie deiner.
Jetzt haben wir mit verschiedenen Betreibern von Kläranlagen und Bürgermeistern gesprochen und die haben uns gesagt, sie sind offen für Innovationen, aber sie wollen kein Risiko und keine weiteren Kosten. Haben wir gesagt, okay, dann ist die Sache ganz klar. Anstelle die Container zu verkaufen, betreiben wir die Containeranlagen und damit begrenzen wir auch unsere Aktivitäten bei öffentlichen Vergabeverfahren. Das heißt, wir als Betreiber der Containeranlagen haben ein zweiseitiges Geschäftsmodell. Auf der einen Seite Entsorgung von Schlamm, auf der anderen Seite den Verkauf von Wasserstoff und Energie. So ein Container rentiert sich innerhalb von 4 Jahren. Wir machen jährlichen Gewinn damit von 250.000 Euro. Und um unseren Nischenmarkt, also diese 10% in Deutschland zu füllen, brauchen wir 84 Container. Das ergibt dann 21 Millionen Euro pro Jahr als Gewinn. Der Wettbewerb ist so, dass es traditionell ist Klärschlamm ein Düngemittelprodukt. Größere Kläranlagen über 30.000 Einwohner haben in der Regel einen Faulturm und Verbrennungsanlagen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist das Plug-and-Play-Container-System. Das reduziert den Klärschlamm vor Ort und produziert den Wasserstoff und die Energie ebenfalls vor Ort. Unsere nächsten Schritte sehen so aus, dass wir gerade am Proof of Concept arbeiten, gefolgt vom MVP, und wir möchten die Anlage ready haben im Frühling 2023. Ich mache das natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Fabian, und wir sind noch auf der Suche nach einem Verfahrensingenieur, um die chemischen Prozesse innerhalb der Anlage auf die Chemie abzustimmen. Wir suchen 500.000 Euro für den Bau von unserem MVP und wir möchten dich fragen, ob du bereit bist, aus Kläranlagen Kraftwerke zu machen, um unser Wasser zu sichern. Vielen Dank euch. Dann fange ich gleich mal an. Erstmal vielen, vielen Dank für die tolle Präsentation. Es ist ja immer so, dass oft beklagt wird von Business Angels, dass man nicht immer alles versteht, was da präsentiert wird. Und du hast wirklich es geschafft, wirklich in dieser kurzen Zeit das so einfach und klar zu erklären, dass es wirklich überall angekommen ist. Was mich interessiert, ist diese Technik, die jetzt in diesem Container drinsteht, die das die eigentliche IP ist, die patentierbar, oder habt ihr die vielleicht sogar schon patentiert? Vom Prozess her, also du kannst den Prozess nicht patentieren, wir könnten aber verschiedene Merkmale, also wenn wir was dazu tun, da könnten wir Sachen patentieren, aber einfach so vom Prozess her lässt es sich nicht patentieren. Wenn wir jetzt drauf kommen, während wir den MVP bauen, dass wenn wir da ein bestimmtes Bakterium mit dazusetzen, das wir verändern können, dann können wir es patentieren. So gerade können wir es nicht patentieren. Und wie schwierig glaubst du, ist das nachzubauen? Also sprich, wenn da jetzt ein großer kommt, oder warum machen es die, warum ist es bisher noch nicht erfunden worden, sagen wir mal so? Also die Schwierigkeit ist, dass du ein Verhältnis schaffen musst. Das Ganze gibt es in riesengroß und die große Herausforderung ist, das Klein runterzubrechen und effizient zu machen. Und das ist eigentlich so der Knackpunkt und die Effizienz im Kleinen herzustellen. Und das ist auch so die größte Hürde. Und dann brauchst du Kooperationspartner, bei uns zum Beispiel dann für die Schlammentsorgung, die bereit sind, mit dir zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel dann am Ende die Restasche, die wir rauskriegen, auch abzunehmen. Und da haben wir einen. So, also ich glaube, da sind so ein bisschen die Hürden gelagert und viele setzen halt auf Monoverbrennung. Und es gab, glaube ich, bisher einfach noch nicht so den krassen Druck, auch mit Energiepreis etc., dass man sich darauf fokussieren muss, da was zu verändern. Kann man sagen, dass diese kleinen Anlagen, die ihr adressiert, zu uninteressant sind für die großen dann damit? Ja, also zum Beispiel mit dem wir jetzt hoffentlich dann offiziell irgendwann bald zusammenarbeiten, die haben Monoverbrennungsanlagen und sind auf uns zugekommen, weil sie es interessant finden, mit uns die Dinge abzugrasen, die sie mit ihren Monoverbrennungsanlagen nicht bestimmen können. Also die kleinen Nischen dann halt aufzubauen. Da wollen wir ja dann rein und von da dann eines Tages groß wachsen. Du hast ja gesagt, ihr braucht 500.000 Euro im Idealfall für ein MVP. Kannst du uns nochmal sagen, wo ihr gerade sozusagen steht und was ihr so auf der technischen Seite bisher in terms of Proof of Concept bisher erreicht habt? Ja, also wir haben das bisher komplett alles gezeichnet. Wir haben einen Schrottplatz im Norden von Berlin, der uns mit den, also es muss ja gerade alles sehr günstig sein,
der uns gerade dabei unterstützt, ist ein Metallschrottplatz, die verschiedenen Komponenten, die wir brauchen, einfach als Proof of Concept zusammenzusetzen. Und der nächste Schritt ist dann quasi das Ganze in einem, also in einem Labormaßstab, so groß wie eine typische Tischplatte, 60 mal Meter. Und der nächste Schritt ist dann, das Ganze halt in einem MVP auch so in einem Konstrukt herzusetzen, dass es einfach klein ist und komplett funktionstüchtig ist. Also nicht, dass wir ein Proof of Concept haben, wo dann am Ende eine Flamme rauskommt und sagen, hier, das ist das Gas und das ist die Zusammensetzung, sondern wir sagen können, hier ist ein Wasserstoffabsorber dahinter und wir können dir genau sagen, wie viel Wasserstoff wir da rausgekriegt haben. Und im nächsten Schritt bauen wir es dann im Containermodul. Das heißt, es ist extrem viel Berechnung auf unserer Seite. Uns kribbelt es ein bisschen in den Fingern, weil wir das jetzt echt zusammenbauen wollen. Und ja, da gucken wir jetzt gerade, ob wir es jetzt weiter so durchziehen. Also Corona mit den Schließungen von verschiedenen Gebäuden könnte wieder schwierig werden. Aber wenn das nicht so der Fall ist, dann hoffentlich bis Ende des Jahres und schauen auch, ob wir da noch Kooperationen eingehen können. Vielleicht sogar von vornherein mit einem Anlagenbauer das zusammen zu gestalten. Also in der Theorie sieht es alles ziemlich cool aus, aber ich würde es jetzt auch gerne mal anfassen. Nina, vielen Dank für den Pitch. Jetzt habe ich es vielleicht auch einfach verpasst. Wie viel wollt ihr denn einsammeln? Oder was braucht ihr als Funding? 500.000. Ja, und das ist dann hauptsächlich auf der einen Seite für uns zum Auskommen, aber auf der anderen Seite die Teile einfach besorgen, zusammenstecken und die Technik dahinter. Genau. Also um den teuersten oder einen guten Vergaser, den wir mal gefunden haben, den wir nicht kaufen werden, kostet 500.000 Euro. Du kannst aber sowas auch viel, viel kleiner bauen und auf anderen Dingen kaufen. Von daher ist so ein bisschen die Regel, an der wir uns da orientieren. Und im Vergleich, ich meine, der Omni-Prozessor, den Gates mal oder beziehungsweise die Studenten drumherum gebaut haben, die haben, glaube ich, 1,5 Millionen für die Komplettanlage bezahlt. Die ist um Vierfaches größer als das, was wir haben. Was kostet eine Anlage nochmal, wenn man die baut? Wenn du sie baust, wir gehen alle von einer Million aus. Servus. So, jetzt. Ja, Nina, hallo. Ja, nochmal vielen, vielen Dank für deinen Pitch und für deine tolle Präsentation. Ich habe es ja schon bei den Fragen gesagt, es ist wirklich immer eine Kunst, tatsächlich auch ein komplexes Thema so verständlich rüberzubringen, dass sich alle sofort abgeholt fühlen. Und das ist auch tatsächlich auch eine große Stärke. Du bist so jemanden, den jetzt Tine als Menschenfänger bezeichnet. Also du kannst Leute für dich begeistern, für dein Thema begeistern. Und du hast dir natürlich auch ein Thema ausgesucht, das einerseits eines der größten und ich denke mal wichtigsten Themen ist, die jetzt hier auch bei CreateF aufscheinen und auch das sinnvollste Produkt eigentlich dahinter steht. Und wir sind auch tatsächlich der Meinung, dass du hier wirklich einen guten Weg dann auch machen wirst. Was wir dir natürlich noch mitgeben wollen, ist, wir haben ein bisschen ein kleines Fragezeichen hinsichtlich deiner 500.000 Euro, die du jetzt einsammelst, wo die Überlegung ist, wird dir das reichen? Wann brauchst du dann schon wieder mehr Geld oder ist es vielleicht notwendig, hier in einem nächsten Schritt gleich einmal ein bisschen mehr Kapital zu denken, um vielleicht nicht nur den ersten Prototyp zu entwickeln, sondern dann auch letztendlich deine nächsten Schritte machen zu können. Ja, dann kommen wir auch gleich sozusagen zu den Geschenken. Wir, Katja und ich, sind einfach sehr begeistert von dir, von deiner Idee. Du führst uns auch so ein bisschen zurück zu unseren letztendlichen Wurzeln, die ja auch tatsächlich sogar ein bisschen im Entsorgungsbereich liegen. Und deswegen würden wir dir anbieten, mit dir in tiefere Gespräche zu gehen, um zu gucken, wo ist da vielleicht ein möglicher Part von unserer Seite. Wir würden auch gerne unsere Netzwerke öffnen für dich, um zu schauen, wer könnte dir von unseren Kreisen hier auch weiterhelfen und ja, dir auch als Mentoren da zur Seite stehen und zu gucken, wie können wir dich hier noch zu unterstützen, bis du letztendlich wirklich so weit bist, dass für die Investorenrunde du da richtig, richtig gut aufgestellt bist. Cool, danke. Es
hat ja irgendwie nichts mit deinen Chromosomen zu tun, was du für geile Ideen hast. Und wir müssen irgendwie einfach aufstehen und machen, das, was wir sehen, verändern, anpacken und einfach lösungsorientiert denken. Und so wie wir gerade finden, dass es richtig ist, einfach auch neue Standards setzen und den Status verändern. Mein Name ist Lisa Ede, ich bin Informatikstudentin und schreibe gerade an meiner Masterarbeit am Lehrstuhl für computergrafische Systeme. Unglaublich engagiert. Also IT Systems Engineering ist ja schon kein einfaches Studium, aber sie hat auch immer unglaublich viel nebenbei gemacht. Sie hat gearbeitet, sie schreibt gerade an ihrem dritten Buch, sie hat immer viele Wettbewerbe gemacht und hat deswegen auch natürlich schon einiges gewonnen und ich glaube, das wird richtig gut. Gleich ist mein finaler Pitch und ja, ich überlege die ganze Zeit, was ist so in den letzten Wochen passiert und ja, welche Fragen könnten vielleicht auch gleich die Investorinnen haben. Und auf jeden Fall bin ich super stolz drauf, was alles in den letzten Wochen passiert ist, dass es schon vorbei ist. Ist das so schade. Ich könnte ewig irgendwie mich da wöchentlich mit den anderen Gründerinnen treffen und austauschen und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir da alle weiterhin in Kontakt bleiben. Ich bin Lisa von Best Dress, der Smartphone-App, um Kleidung nachhaltig zu organisieren. Ein Drittel der Deutschen hat über 100 Teile im Kleiderschrank und ich bin da nicht besser, nicht drüber nachdenke, was ich alles in meinem Kleiderschrank hängen habe und welche Dinge ich vielleicht auch nur für einen Anlass mal gekauft habe und trotzdem jetzt weiter darin rumhängt, komme ich auf sehr, sehr viele Teile. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann hängen 40% unserer Kleidung ungetragen im Schrank, obwohl man sie ja eigentlich hat. Und wie kommt es dazu? Naja, man kann halt nicht alles im Kopf haben. Man vergisst halt einfach, was man hat. Und ja, man sieht es dann vielleicht beim Einräumen, dass da ja doch noch das oder das rumliegt. Aber ja, so schnell denkt man dann wieder nicht dran. Und ich habe jetzt mal zwei Personas mitgebracht, die zum Beispiel einen Vorteil durch meine App haben könnten. Das ist zum einen der Tom, der ist 30 Jahre alt. Und er möchte seine gut erhaltenen Markenklamotten, die er vielleicht nicht so oft trägt, zu Geld machen oder wenn er sie spendet, möchte er wissen, dass es auch wirklich Bedürftige trifft. Und dann haben wir noch Anna, die ist 18 Jahre alt, sie verbringt sehr viel Zeit auf Instagram, folgt der verschiedenen Influencerinnen, lässt sich dadurch gerne inspirieren. Sie geht gerne shoppen mit ihren Freundinnen, hat noch kein festes Einkommen, aber halt auch keinen Überblick in ihrem Kleiderschrank, weil sie sehr, sehr viel dort rumhängen hat. Und da kommt jetzt meine Lösung ins Spiel. Das ist die Smartphone-App Best Dressed. Und mit dieser App kann man seinen virtuellen Kleiderschrank erstellen, kann dort seine verschiedenen Kleidungsstücke digitalisieren, kann dann dort auch nach verschiedenen Dingen das Ganze filtern. Aber vor allem lassen sich damit die eigenen Styling-Vorschläge als Outfit generieren und das Ganze auf einen virtuellen 3D-Avatar. Und per Knopfdruck lassen sich neue Styling-Vorschläge würfeln. Das heißt, die Key-Features sind, man hat einen eigenen 3D-Avatar, wo die Kleidung anhand von den Körperproportionen drauf gemappt wird. Man hat eine deutliche Zeitersparnis, weil man durch den Generator sich durch neue Kombinationen inspirieren lassen kann, dort verschiedene Filter hat nach Farben, Themen, Referenzen und Ähnlichem. Und die generierten Styles lassen sich abspeichern, um sie später wiederzufinden. Weitere Vorteile sind, dass man natürlich eine Organisation und eine Kategorisierung von seinen Kleidungen im Schrank erhält, dass man seinen Dingen, die man nicht so oft trägt, ein zweites Zuhause schenken kann und automatische Flohmarktanzeigen schalten kann, aber auch, dass dort einem angezeigt wird, wo man seine Kleidung spenden kann bei anerkannten Initiativen. Es stehen zum Beispiel sehr viele Kleidercontainer rum, die nicht von der Stadt oder von anerkannten Organisationen aufgestellt wurden. Und ja, man deshalb vielleicht sich nicht sicher ist, ob man dort jetzt Dinge reinwerfen kann oder nicht.
Zur Machbarkeit habe ich jetzt mal mich auf das fokussiert, was technisch am herausforderndsten ist. Das ist quasi das Mapping von diesem 2D-Foto auf ein 3D-Objekt. Und das hier ist ein Paper von 2018. Dort kann man auf der linken Seite sehen, dass das Eingabebild vorhanden ist. Dann ist dort eine Datenbank von verschiedenen menschlichen Körpern und es ist eine Datenbank von Kleidungsstücken vorhanden. Und im Endeffekt passiert das, was man dann oben rechts so sehen kann. Man hat also dieses eine Eingabebild. Es wird quasi der Körper nachrekonstruiert und dann wird das Ganze darauf gemappt. Man hat quasi so ein virtuelles Try-on von dem Ganzen. Also sowas Ähnliches, was wir auch in unserer App erhalten wollen. Und dann habe ich hier ein zweites Paper mitgebracht. Hier wird sich darauf fokussiert, die Texturen zu erkennen von einem Foto, um das Ganze dann auf 3D-Objekte zu mappen. Ist auch so ein kleines Demo-Video von diesem Ergebnis. Und da kann man sehen, dass das ziemlich gut funktioniert. Und das sind Paper, worauf wir quasi aufbauen werden. Und dann kommen wir nochmal zum Geschäftsmodell. Also da gibt es halt diese Smartphone-App, wie erwähnt. Und wir werden dann halt natürlich auch das Userverhalten analysieren können deswegen auch praktische Styling-Vorschläge machen, können feststellen, welche Kleidungsstücke werden seltener getragen. Aber vor allem können wir das Ganze auch nutzen, um später damit Umsatz zu machen, weil dann die Werbepartner oder verschiedene Unternehmen wie H&M und Zalando natürlich daran interessiert sind, dass dort personalisierte Style-Vorschläge gemacht werden können. Außerdem ist halt jetzt erstmal die grundsätzliche Idee, dass wir das Ganze nach einem Freemium-Modell machen. Das heißt, dass quasi zum Beispiel der 3D-Avatar kostenpflichtig erst freigeschaltet wird und die anderen Funktionen so verfügbar sind. Hier sind auch noch so ein paar Ideen, wie das Ganze jetzt vom Marketing her starten könnte, durch Werbung natürlich, und zwar beispielsweise durch verschiedene Mode-Influencer oder durch die Modeunternehmen, die mit uns kooperieren. Ja, denn das hatte ich euch ja auch schon mal geschickt gehabt, dass zum Beispiel generell die Bereitschaft für Fashion-Apps sehr hoch ist, dass zum Beispiel die App Shein 87 Millionen Installationen hat. Ich habe dann auch mal so eine Kleiderschrank-App rausgesucht, Smart Closet, und die hat mehr als 1 Million Downloads, die existiert seit 2018. Das heißt, dort ist eine hohe Nachfrage und ich habe jetzt hier mal pauschal berechnet, dass ich für den Start mit so 10.000 Nutzerinnen mindestens rechne. Das war schon. Lisa, vielen Dank für den Pitch. Du hast gesagt, die App, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, lebt ja die App eigentlich von diesem Avatar. Und wenn der dann noch, also wenn, solange er quasi nicht freigeschaltet ist, also sprich, solange die App kostenlos ist, was hat dann der Nutzer davon genau? Also was ist das, sind die Features, die dann in dieser kostenfreien Variante freigeschalten sind? Man hätte trotzdem quasi, dass man eine Digitalisierung von seinen Kleidungsstücken hat. Das heißt, man hat, wie auf den einen Screenshot zu sehen, hat das Ganze quasi sozusagen geordnet. Ich kann auch mal den Prototypen nochmal dann zeigen, je nachdem, wann das geplant ist. Und das heißt, quasi man hat die Organisation da natürlich auch mit einem schlaueren Verfahren, also Konkurrenz-Apps, die benutzen beispielsweise zum Beispiel einfach nur so einen Schwellwert. Das heißt, man muss seine Klamotte irgendwie vom weißen Hintergrund oder vom grünen Hintergrund fotografieren und dann halt einen Schwellwert zu setzen, was quasi der Hintergrund ist und was nicht. Und da gibt es halt auch schlauere Verfahren, das heißt, es wird einfach dort qualitativ besser sein. Und man hat natürlich diese automatische Flohmarktanzeigen. Und natürlich sieht man so ein bisschen, wie wäre es wenn, aber kann das halt dann nur nutzen, wenn man was dafür zahlt. Na, also das war jetzt so ein kleiner Prototyp, wo man hier quasi landet und sich jetzt einloggt. Und dann hat man hier die verschiedenen Kleiderschränke. Und dort fällt jetzt auf, man hat jetzt nicht nur den Kleiderschrank von sich selbst, sondern halt auch zum Beispiel von der besten Freundin oder von der Schwester. Das heißt, man kann auch da sich so ein bisschen reinblicken. Man kann natürlich das festlegen, was man den anderen zeigen möchte. Und dadurch auch viel mehr so einen Kleideraustausch untereinander fördern. Und hier sind dann quasi so die Klamotten, die man so digitalisiert hat. Man kann neue hinzufügen. Man kann das Ganze dann natürlich auch filtern. Oder wenn man jetzt sagt, okay, das hier trage ich länger nicht, kann man das Ganze auch dann einschalten in eine Flohmarkt-App. Dann gibt es hier den zweiten Part, dort sind dann quasi die ganzen Outfits, die man so erstellt hat. Oder
man fügt ein neues Outfit hinzu. Das heißt, man kann jetzt hier per Knopfdruck sich ein Outfit generieren oder ein neues und so weiter oder kann halt das einzeln auch bearbeiten. Und das hier, der letzte Screen, der war noch nicht in der Präsentation zu sehen. Hier hat man da so einen Überblick, welche von seinen Klamotten sind gerade auf welchen Plattformen geschaltet. Und hier unten ist dann eine Karte, wo dann angezeigt wird, was so in der Nähe vorhanden ist. Zum Beispiel dieser Altkleidercontainer, wo man das Ganze spenden könnte. Das ist so ein kurzer Durchblick durch den Prototypen. Ich hatte den mit den anderen Gründerinnen getestet im Freundeskreis. Ich hatte auch schon mal von Mira Feedback bekommen und arbeite gerade quasi an der Umsetzung mit Flutter. Das erste Ding ist ja, du musst deinen ganzen Kleiderschrank scannen. Das ist ja super, super viel Arbeit. Genau, also das ist ehrlich gesagt, das wäre für mich jetzt schon mal die Hürde, damit anzufangen, dass ich mir die Zeit nehme, um meinen Kleiderschrank zu scannen. Einzeln, ich mache manchmal, wenn ich habe Kleidung für Kinderkleidung verkauft auf Mami Kreisel und ich habe aufgegeben, weil es mich einfach wahnsinnig genervt hat, weil es einfach, dauert ja ewig. Ne? So, deswegen. Genau, also das ist ja so dieser Ist-Zustand und deswegen hatte ich halt geguckt, gibt es denn andere Apps und wie machen die das? Und die machen es ja alle so und da gibt es ja echt viele Nutzerinnen, die das wirklich gut finden. Aber so meine Zukunftswunsch wäre dann, wenn man halt neue Sachen kauft, dass man halt direkt die Fotos nutzt, die auch auf diesen Plattformen zur Verfügung gestellt werden und man nicht dann halt da so viele Fotos selber machen muss. Genau, also ich glaube, das geht müsste aus den Shops selber rausgehen, ne? Dass du etwas kaufst und es wird direkt in diese App, in deinen virtuellen Kleiderschrank reingeladen. Ich glaube, das ist das, was funktionieren kann, dass du wirklich eben das alles selber scannst. Also grundsätzlich finde ich das auch schön gedacht, dass du sagst, es wird gleich eingestellt, ne? Wenn du es nicht nutzt oder dass du es gleich verkaufen kannst, weil dann hast du es einmal schon gescannt, weil das ist ja genau diese Arbeit. Noch besser ist es, glaube ich, wenn du wirklich eben was kaufst, alle Produktinfos dann gleich auch dabei sind, weil du musst es ja, wenn du es verkaufst, immer noch alles beschreiben meistens und dass alles da weiter ist, also dass dir da wirklich die Arbeit abgenommen wird, also dass du eigentlich in dem B2B-Markt, das muss eigentlich dein Markt, für mich der Markt sein und nicht der B2C-Kunde, wo der sagt, der muss das alles selber machen, weil das ist, was ich zumindest gemacht habe, viel Arbeit. Also ich glaube, das ist das Interessante, dass man sich eigentlich übers Kaufen direkt einen digitalen Kleiderschrank aufbaut und das kann ich mir vorstellen, dass das auch für die Modefirmen dann wirklich interessant ist. Ja, also das ist so dieser Punkt, der mir halt so ein bisschen fehlt, so eine Expertin aus dem Mode-Marketing-Bereich, die da irgendwie vielleicht einen besseren Einblick haben, wie da so der Nutzen wäre und wie man da am besten einsteigt. Meine Idee war natürlich, wenn man kooperierende Unternehmen hat, dann ist quasi der Vorteil von denen, dass man ja direkt deren Datensätze nutzen kann und dadurch einfach diese Klamotten viel besser gefeatured sind, viel besser wirken und dass dadurch einfach dieser Anreiz höher ist, dort Klamotten zu kaufen, weil die hat man dann ja so praktisch für seine Kleiderschrank-App. Du hast dir jetzt die Avatare da angezeichnet, aber wo siehst du wirklich deine Zielgruppe? Also ich würde die jetzt zum Beispiel nicht in einem Mann sehen, ganz ehrlich. Ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, dass der Mann das macht, den Aufwand. Ja, aber auch vom Alter her, wo du sagst, wo siehst du die angesiedelt? Also ich habe verschiedene Personen gefragt und mein Co-Founder war ja zum Beispiel von dieser technischen Sache super begeistert und hat deshalb quasi gesagt, er will unbedingt mitmachen. Aber er meinte selber, hat er eigentlich auch das, dass er Dinge nicht trägt, aber sein Kleiderschrank ist immer noch ein bisschen weniger voll als meiner. Und ich habe dann generell auch mit ein paar Kommilitoninnen geredet und habe dann auch festgestellt, dass so bei mir die Kommilitonen meistens eher so diese, ich habe 10 T-Shirts Menschen sind und nicht mehr. Und dass es eigentlich eher so der weibliche Markt sein wird oder einfach generell eher der Markt von modeinteressierten Menschen. Und bei Männern kam eher rüber, dass die da, also das war zweimal, deswegen habe ich es mir dann mal gemerkt, dass sie da irgendwie so einen Fitnessansporn sehen. Also wenn sie halt, sie meinen, sie würden gerne ihr T-Shirt so jetzt sehen, wie es wäre und dann mit 10 Kilo weniger oder mit so und so viel Bauchumfang weniger und das für sich als Motivation zu sehen, abzunehmen oder noch mehr Sport zu machen und ähnliches. Das fand ich auf jeden Fall einen interessanten Einsatz, aber das wäre wahrscheinlich auch eher so B2B und müsste man dann vielleicht in Fitness-Apps vielleicht integrieren oder ähnliches. Bei Männern könnte es auch interessant sein, ihnen vorzuschlagen, was gut zusammenpasst. Das ist eher so etwas, wo Männer ja häufig Probleme mit haben. Ich wollte auch sagen. Gehen auch schon ein paar Startups in die Richtung. Also hier in Berlin gab es mal eins, ich
habe gerade den Namen vergessen, die dir so Boxen schicken, mit allen Sachen schon fertig zusammen ausgesucht, für Männer extra. Und sowas könnte ich mir vorstellen, dass man das in die App auch integriert. Ist das nicht Outfittery, die jetzt auch für Frauen, genau, die sind jetzt auch auf Frauen gegangen. Aber ich habe gestutzt bei, warum nur für Mode? Also ich bin nämlich auch so, ich habe einen großen Kleiderschrank, habe bestimmt auch irgendwas, was ich nicht hier nutze. Und ich würde sehr gerne wissen, was ich miteinander kombinieren soll. Warum Modeinteressierte, warum nicht gerade Modeuninteressierte, die halt Tipps brauchen oder halt Männer, die sich eigentlich nicht drum kümmern. Ja, okay. Ich habe noch nicht so richtig diesen Begriff dafür gefunden. Es ist mir nur aufgefallen, dass weniger Männer irgendwie den Nutzen da drin sehen. Und wo ich halt sonst noch Nutzen gesehen habe, gerade durch meine Co-Founderin, wären Eltern, weil die haben halt sehr viele Kleiderschränke zu organisieren und vor allem meinten sie dann so, wenn sie mal nicht da ist, dann wäre ihr Mann ein bisschen mehr aufgeschmissen, wem das jetzt gehört. Und da könnte so eine App ja ganz gut helfen, da den Überblick zu bekommen, das richtig einzusortieren. Und fand ich auch auf jeden Fall einen interessanten Aspekt. Ganz gut soweit. Ja? Ja. War die Fahrt weit? Ja, es ging. Durch das stetige Wachstum der Ersatzproduktbranche greifen auch immer mehr VerbraucherInnen zu sehr überzeugenden Fleischalternativen. Das ist aber bei veganem Käse noch nicht der Fall. Und jetzt kommen wir. Wir machen eine vegane Käsealternative auf der Basis von Sonnenblumenkernen. Ich fand die Idee genial, weil ich selber das Problem habe, dass ich Käse über alles liebe. Und wenn man sich dann von den tierischen Produkten so ein bisschen verabschieden will, gibt es eben gar nicht so viele oder auch gute Alternativen, die man sich auch noch leisten kann. So, ich bereite mich gerade mental auf das Pitchen gleich vor. Ich habe hier schon mein Mikrofon aufgebaut, in das ich gleich sprechen werde. Und ich habe auch das ganze Zimmer ein bisschen dekoriert mit ganz vielen Pflanzen, damit es vielleicht setmäßig ein bisschen spannender aussieht. Ja, ich bin mal gespannt, wie es laufen wird. Aufregung hält sich tatsächlich in Grenzen, weil es halt nur online ist, sag ich mal, und im Real Life ist es dann natürlich immer noch eine ganz andere Sache. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Wird bestimmt aufregend und spannend. Genau, und jetzt warte ich, bis ich in den Zoom-Raum reingelassen werde. Hi, ich bin Nathalie. Unser Startup heißt Käse Krake und wir machen vegane Käsealternativen aus Sonnenblumenkernen. Ich lebe schon seit einigen Jahren vegan und seitdem Daniel und ich zusammen wohnen, verließen auch tierische Produkte nach und nach seinen Teller. Und da er ein sehr großer Käseliebhaber ist, kam das Thema veganer Käseersatz halt sehr häufig auf und wir haben gemerkt, es gibt zwei Arten von Käseersatzprodukten. Zum einen einmal die mit sehr schlechten Nährwerten, die preiswert sind, und zum anderen die, die wir uns absolut nicht leisten können, weil wir Studenten sind, die aus Cashews bestehen. Und warum sollte man generell überhaupt zu Käsealternativen greifen und nicht bei Kuhmilchkäse bleiben? Es ist nun mal so, dass die Massentierhaltung einer der treibenden Gründe für die globale Klimakrise ist. Und allein in Deutschland entstehen ca. 30% der Treibhausgasemissionen in der Ernährung durch die Milchviehhaltung. Und auch aus ethischen Gründen verzichten immer mehr Menschen auf Käse. Ja, und da wir der Verbraucherin und dem Verbraucher es leichter machen möchten, auf Ersatzprodukte umzusteigen, ohne Abstriche zu machen in Bezug auf Geschmack, Qualität und Preis, bieten wir die Lösung. Eine Käsealternative, beziehungsweise verschiedene Käsealternativen aus Sonnenblumenkernen. Unsere Produkte sind gesund, nachhaltig und vegan und die Besonderheit an unseren Produkten ist, dass wir mit dem Herstellungsverfahren sehr nah an dem von traditionellem Kuhmilchkäse bleiben. Also damit man sich das einmal vorstellen kann, einmal als Beispiel aus unserer Camembert-Herstellung, wir machen eine Sonnenblumenkernmilch, diese legen wir dann mittels spezieller Enzyme dick. Diese dickgelegten Proteine pressen wir dann, reichern sie an mit Fermentationskulturen und Milchsäurebakterien und Weißschimmelkulturen und durch eine wochenlange Reifung entsteht dann ein sehr authentisches Geschmacksprofil ohne den Zusatz von künstlichen Aromastoffen.
Und ja, wir bieten die Alternative, die alles vereint. Also wie gesagt, zum einen den authentischen Geschmack durch die traditionelle Reifung, zum anderen eine sehr kurze Inhaltsstoffliste mit Zutaten, die nur absolut notwendig sind, die jeder Verbraucher, jede Verbraucherin auch versteht. Ganz oben mit dabei sind die Sonnenblumenkerne. Diese werden regional angebaut, haben dadurch kurze Transportwege und sind auch günstig im Einkauf. Und nicht nur wir sind überzeugt, sondern wir haben auch schon 350 überzeugte ProdukttesterInnen. Ja, unser Streichkäse wird dabei 2,66 Euro pro 100 Gramm kosten, unser Camembert 2,50 Euro pro 100 Gramm. Wir möchten erstmal mit dem Verkauf lokal hier in Kiel starten, mit Gastronomiebetrieben und Lebensmittelmärkten arbeiten wir schon zusammen, möchten dann Mitte des Jahres expandieren auf den deutschen Unverpacktmarkt und irgendwann perspektivisch 2024 auch in die Supermärkte einziehen. Unsere Zielgruppe dabei sind Personen zwischen 25 und 35 Jahren, die vegan oder flexitarisch leben, ein mittleres Einkommen haben und natürlich auch Interesse an Nachhaltigkeit und gutem, gesunden Essen haben. Wir haben in Deutschland 12 Wettbewerber. Auf der einen Seite haben wir dann wirklich diese gereiften Käsealternativen, die ein ähnliches Herstellungsverfahren haben wie wir, nur dass deren Rohstoff halt Cashewkerne sind. Cashewkerne sind deswegen problematisch. Die werden in Afrika angebaut, werden dann nach Vietnam verschifft, dort werden sie gepellt, nach Deutschland importiert, haben dadurch lange Transportwege und sind zudem auch noch mindestens doppelt so teuer wie unsere Alternativen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Konkurrenz mit denen, die günstig sind, aber sehr schlechte Nährwerte haben. Diese bestehen meistens nur aus modifizierter Stärke und gehärteten Pflanzenfetten, haben dadurch keinen gesundheitlichen Mehrwert, sind in der Bevölkerung bekannt als Analogkäse und ja, die Aromen werden halt auch zugesetzt. Das ist unser Team. Wir sind zu dritt. Daniel und ich machen die Produktentwicklung und das Management. Ich habe da auch ein bisschen Know-how, weil ich Ökotrophologie, also Ernährungswissenschaften, studiere. Und Sika studiert Germanistik und macht daher auch Kommunikation und Marketing. Ja, 2019 wurden 1,22 Milliarden Euro mit veganen und vegetarischen Produkten in Deutschland umgesetzt. Wenn wir mal die ganzen veganen, flexitarisch lebenden Menschen ausklammern, nur die VeganerInnen beleuchten und von denen 1% erreichen würden, hätten wir einen potenziellen Umsatz von 800.000 Euro im Jahr. Und ja, wir haben auch unsere Umsatzprognosen aufgeschlüsselt in Quartalen. Wir schätzen einen Umsatz von 15.000 Euro im ersten Jahr, im zweiten Jahr von 43.000 Euro und im dritten Jahr 214.000 Euro. Und nach einem Jahr harter Arbeit sind wir ganz stolz zu verkünden, dass wir im Januar mit dem Launch unseres ersten Produktes, einer Streichkäse-Alternative, auf den Markt gehen. Dann wird eine Camembert-Alternative im Sommer dann folgen, zeitgleich mit der Expandierung auf den deutschlandweiten Markt. Und der nächste Meilenstein nach dem Camembert wird dann eine Schnittkäse-Alternative sein, à la Gouda. Und ich weiß nicht, ob Käseliebhaberinnen unter euch sind, aber wenn ja, wird es euch bestimmt freuen, dass wir auch an einer Blauschimmelkäse-Alternative arbeiten. Das sieht man oben rechts auf der Folie. Da schimmelt es ein bisschen blau. Und das Gute an unserem Herstellungsverfahren ist halt einfach, dass wir dieses Grundkonzept eigentlich auf jede erdenkliche existierende Kuhmilchkäsesorte anwenden können. Und dann können wir eine sehr breite Produktpalette schaffen. Das ist unser persönlicher Anspruch, weil wir finden, dass Alternativprodukte sich nicht wie ein Verzicht anfühlen sollten, sondern wie eine Wahl, die man gerne trifft. Wir wären sehr froh, wenn ihr uns auf diesem Weg begleiten würdet. Hier sind einmal unsere Kontaktdaten. Ja, bis bald auf eurem Brot. Jetzt habe ich Hunger. Ich hätte auch eigentlich Produkttests, also Prüppchen mitgebracht, aber geht jetzt ja, schlecht über Zoom. Das ist das Traurigste daran, dass das Finale nicht hier stattfinden kann, dass wir deinen Käse nicht testen können. Ich habe die ganzen 3 Monate drauf gewartet. Sie hat alle Gelegenheit geben. Super Präse. Also ich fand es mega überzeugend und auch echt schön, schön aufgemacht und super präsentiert. Danke dir. Also von meiner Seite, toller Pitch, wirklich, also muss ich dir sagen, hast du, finde ich, sehr gut gemacht. Ich habe tatsächlich eine Frage nochmal. Warum machen das die anderen nicht aus Sonnenblumenkerne? Also was hält die davon ab, das zu tun? Und weil würde man ja sagen, wäre ja dann irgendwie naheliegend. Es ist so, dass Cashewkerne eigentlich, wenn man sie aufweicht und verarbeitet, einen sehr neutralen Geschmack haben. Wodurch das einfach eine sehr, sehr gute Basis ist eigentlich, auch von der Nährstoffzusammensetzung, um das halt einfach umzusetzen, dieses, sage ich mal, traditionelle Käseverfahren. Bei uns ist es so, wir müssen Umwege gehen. Also wenn wir Sonnenblumenkerne pürieren würden, so wie das die Cashew-Hersteller machen, die machen sich da keine großen Umstände, die machen wirklich einfach nur so eine Cashew-Creme, die sie dann fermentieren, würde unser Produkt beige-grau sein und wirklich sehr stark nach Sonnenblumenkern schmecken. Und wir müssen dann halt einfach, wir stellen halt diese Sonnenblumenkernmilch her, die wir dann in einem zweiten Schritt dicklegen. Also mit eines Enzyms, das ist das Äquivalent zum Lab bei Kuhmilch. Und diesen Schritt gehen die anderen Produzenten halt nicht.
Das ist quasi das Besondere an unserem Verfahren. Und dadurch können wir halt wirklich auf die Proteine und auf die Fette in erster Linie zurückgreifen, scheiden unnötige Bitterstoffe zum Beispiel aus und haben dadurch einen neutraleren Geschmack im Endprodukt, ohne dann halt wirklich sehr offensichtlich nach Sonnenblumenkern zu schmecken. Ist das eine IP, die bei euch liegt? Also habt ihr da Patente oder ist es einfach euer Wissen und wie könnt ihr das beschützen? Wir können es leider nicht schützen, weil es, ich habe mal mit einem Patentanwalt darüber gesprochen, weil es prinzipiell schon Käsealternativen, sage ich mal, aus Sonnenblumenkern wurde schon mal gemacht. Also dass man halt sagt, okay, man hat Sonnenblumenkerne genommen und Hefeflocken, das püriert, das als Parmesanersatz genutzt und das reicht schon, dass man es nicht patentieren kann. Und es gibt halt auch schon Hersteller, die erste Experimente gemacht haben mit diesem Fällungsverfahren, wie wir es haben, zum Beispiel auf Basis von Mandeln. Und deswegen kann man quasi aus diesen zwei Gründen, wenn sie fusioniert sind, einfach schon kein Patent mehr anmelden, leider. Wie macht ihr momentan die Produktion? Wir haben eine kleine Produktionsküche, die wir kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir machen das momentan tatsächlich alles alleine. Also das könnte aber skaliert werden? Das könnte skaliert werden, ja. Mit genug Ressourcen. Seid ihr denn schon da mal in Gespräche gegangen mit eben auch möglichen Mitproduzenten? Ne? Das könnt ihr ja nicht selber, die Produktionshallen könnt ihr ja nicht selber bauen. Da braucht ihr ja jemanden, der euch das sozusagen dann, diese Verfahren dann für euch anwendet und letztendlich produziert. Das kannst du ja nicht für die Produktionsküche, ist ja für den Anfang okay, aber wenn ihr sozusagen groß werden wollt, ist es ja keine Möglichkeit. Ja, wir suchen tatsächlich aktuell Lohnproduzenten in Deutschland oder wirklich im Nahen, also bestenfalls in Deutschland eigentlich. Das ist tatsächlich gerade eine Schwierigkeit, die wir haben. Also es gibt aber welche, die das eigentlich können, aber ihr habt gerade Herausforderungen, welche zu finden, weil sie irgendwie ausgebucht sind oder... Es gibt dieses Verfahren in der Regel, also man müsste schon mit denen auch nochmal sprechen, weil es halt ein recht spezifisches Verfahren ist, weil es so in dieser Größe noch nicht angewendet wird. Also da wird auch schon noch Arbeit drin stecken, da irgendwie einen Mittelweg zu finden und das halt auch wirklich umzusetzen. Mhm. Und was bräuchtet ihr, um jetzt weiter voranzukommen? Was sind so eure größten Herausforderungen? Und wo ihr, was ihr euch von externen nochmal oder Investoren erwünschen würdet? Also ja, ein Investment wäre prinzipiell auf jeden Fall auch hilfreich, aber generell vielleicht auch einfach Kontakte zu dieser Lebensmittelindustrie, um halt wirklich eine schnelle Skalierung hinzubekommen. Weil das, also dieses schnelle Skalieren, das bereitet uns tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen, inwieweit man das halt mit organischem Wachstum überhaupt hinkriegen kann oder ob man da halt wirklich Unterstützung bräuchte, finanziell zum Beispiel. Aber in welcher Größenordnung denn? Ja, schon so im, 200, 250.000 kann schon drauf hinauslaufen eigentlich. Und nochmal, sorry, dass ich das nochmal frage, das Verfahren, ja, auch wenn ihr es nicht patentieren könnt, da habt ihr ja wahrscheinlich ein bisschen rumprobiert und es so leicht nachzumachen ist wahrscheinlich nicht so leicht, also auch wenn es nicht patentiert ist, ist das so, als wenn jemand sich ein bisschen Mühe gibt, dass er es auch sofort genauso gut hinkriegt oder sagt ihr, wir haben da jetzt so lange dran rumgeprobiert, dass es wirklich schwer ist zu replizieren? Es ist keine Raketenwissenschaft in dem Sinne, dass man sagt, das kann absolut niemals jemand nochmal machen, aber da müsste ja schon das Interesse bestehen, das überhaupt zu verwirklichen. Also ich sag mal, ich bin ja auch noch in meinem Studium und wir haben es hinbekommen, dieses Verfahren zu entwickeln, ohne großartige Forschung, aber wie gesagt, dann muss sich halt auch jemand die Mühe machen, um es dann auch umzusetzen. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Käsehersteller. Also das ist ja auch nicht patentiert bei irgendwem. Und wenn man einer der ersten auf dem Markt ist und wenn man eine coole Marke hat, die auch cool gebrandet ist, cool aussieht und irgendwie so einer der ersten ist, der damit halt umherkommt. Genau, aber das in dem Zeitpunkt, also das ist die Frage, die, wenn die so antwortet, ist relativ leicht nachzumachen, dann ist halt super wichtig, dass ihr eine absoluten Marketing- und Vertriebsraketen habt. Und sonst, wenn es ein sehr außergewöhnliches Verfahren ist, dann kann man nur auf diesem Verfahren auch letztendlich teilweise diese ersten Gelder einwerben. Deswegen die Frage. Nathalie, vielleicht kannst du mal kurz noch mal was zu euch sagen zu Kiel. Ihr seid ja super gut in Kiel vernetzt und werdet da auch, wie du selber gesagt hast, schon mittlerweile so ein bisschen als Love-Brand gehandelt. Kannst du da mal ein bisschen erklären, wie ihr da jetzt in Kiel schon positioniert seid? Also wir haben tatsächlich recht früh angefangen, auf Instagram eine Seite zu betreiben
und haben da sehr schnell sehr viel Support bekommen durch Kiel und Umgebung. Also es kam recht früh auch Hotels zum Beispiel auf uns oder Cafés, die meinen, okay, wir haben erstmal Interesse, euer Produkt zu probieren. Wir würden gerne irgendwie in einer Art Testphase mitmachen. Und wenn es dann soweit ist, würden wir es auch sehr, sehr gerne vertreiben, weil in Kiel ist es irgendwie so sehr stark ausgeprägt, dass auf Regionalität gesetzt wird und dass der Umweltgedanke und der Nachhaltigkeitsgedanke sehr stark irgendwie in den Köpfen der Menschen hier ist. Und deswegen hat sich das irgendwie so, haben wir so gemerkt, dass sehr viel gutes Feedback kommt und wir halt das Gefühl haben, dass Kiel als Standort für den Anfang, bevor wir wirklich groß und national skalieren können, eigentlich ein perfekter Ort ist. Und ja, also wir kriegen oft Nachrichten und so, dass Leute schon freuen, wenn sie es ins Café gehen können. Und wenn wir dann, sollten wir dann auch schon so auf eine Go-to-Market-Strategie quasi umlegen, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt im Januar verkaufen, thematisch passend zum Veganuary, können wir sagen, okay, im Café XY gibt es jetzt unseren Käse, da profitiert das Café davon, weil der Januar der umsatzschwächste Monat im Jahr ist, meistens für die Gastronomen. Und wir freuen uns dann natürlich, dass Leute dann auch unser Produkt dann probieren wollen. Liebe Nathalie, ganz, ganz vielen Dank für deinen Pitch. Wir waren alle sehr, sehr angetan und wie wir schon gesagt haben, hungrig. Wir hatten uns schon nach dem ersten Pitch damals im September ja sehr darauf gefreut, den Prototypen endlich zu probieren. Und wir sind nach wie vor sehr, sehr gespannt. Wir sehen ganz klar den Markt. Wir glauben auch daran, dass es eine weitere Käsealternative geben kann, auf alle Fälle. Und dass ihr mit absolut viel Herzblut dabei seid. Also man sieht eine ganz tolle Entwicklung von dir auch ganz persönlich, aber auch in dem ganzen Business-Bereich. Nichtsdestotrotz, wir haben das Thema Patente schon angesprochen, gerade weil es eben vielleicht auch kopierbar ist oder andere geben kann, die das machen können, wird ganz, ganz wichtig das Thema Marketing und Vertrieb sein, ja, und genau auch Business-Building. Deswegen glauben wir, dass es unfassbar wichtig sein wird, auch euer Team noch zu erweitern, ja, und dort noch um Experten in dem Bereich aufzubauen, weil ihr damit, glaube ich, ganz wichtig rausgehen müsst. Wir freuen uns drauf, wir sind gespannt, wir vernetzen euch natürlich auch sehr, sehr gerne. Ich habe es schon gesagt, es war ein super Pitch. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass ich dir anbieten kann, auch mit mir persönlich oder unserem Female Investors Network noch ein weiteres Medien- und Pitch-Training. Also Pitch sowieso, aber eben natürlich auch Thema Medien. Ja, wie kann man das Ganze noch weiter ausweiten? Wie kann man auch da zum Markenbuilding beitragen? Darüber hinaus möchte ich dich aber auch sehr, sehr gerne vernetzen mit Growth Doc, also einem Business-Builder für Very Early Stage Startups im Food-Bereich. Ich glaube, ein sehr spannender Kontakt. Du hattest es aber auch schon angesprochen oder beziehungsweise Vicky hatte es schon angesprochen. Ihr seid schon eine Love-Brand in Kiel und ich als Schleswig-Holsteinerin möchte natürlich alles dazu beitragen, dass ihr auch nach Flensburg weiterkommt. Also deswegen werde ich euch und dich sehr, sehr gern auch an die Gastronomen in Flensburg vernetzen, die ich kenne oder wo ich früher selbst gearbeitet habe. Genauso wie an Dr. Kirsten Mickelsen vom Entrepreneurship Center der Uni Flensburg dort. Ich glaube, das wird ein wichtiger Bereich. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ich über Weihnachten und Neujahr in Flensburg und im Norden bin und hoffe dann vielleicht mal zu probieren. Krass, vielen Dank. Und vielen Dank für dieses nette Feedback. Mega. Freut mich total. Wie geht's dir?
Also bis vor 5 Minuten alles gut, jetzt ist die Aufregung richtig gestiegen, aber es geht. Denke, dass bei einer zunehmenden Digitalisierung auch gleichzeitig für eine echte digitale Teilhabe gesorgt werden muss. Die Spannung steigt, meine Präsentation überarbeite ich jetzt ein bisschen an der letzten Minute und ich hoffe, dass alles gut wird. Oh, und ich habe versucht, meine Station zu dekorieren. Mit allem, was ich habe, Pflanzen. Und ja, ich musste natürlich einen etwas höheren Podest kreieren. Mir ist die Maus in dem Prozess runtergefallen und jetzt muss ich mich fertig machen. Es ist zu Ende. Es tut mir echt leid. Es werden jetzt 10 Minuten zu meinem Pitch und ich bin richtig aufgeregt. Also bei mir spielt natürlich die Sprache immer eine Rolle. Ich hoffe, die kommt mir jetzt nicht so in die Quere. Aber okay, ich bin gut vorbereitet. Ich habe alles getan, was ich machen konnte. Von daher, wish me luck. Okay, ich bin im Warteraum. Wie Irene gesagt hat, nicht mehr als das. Es hilft aber. Mein Name ist Anna und ich bin hier heute, um DigiSupport vorzustellen. Diese Person könnte mein Vater Alex sein, der seit dem Anfang der Pandemie insbesondere mich extrem oft kontaktiert hat mit Fragen in Bezug auf die Nutzung von seinem Smartphone und die Nutzung von seinem Laptop und so weiter. Dabei habe ich festgestellt, dass ältere Generationen, die mit Handy und PC nicht aufgewachsen sind, wirklich ein bisschen Berührungsängste mit der Digitalisierung haben und dann eben den Kontakt mit jüngeren Generationen suchen. Dann habe ich mir gedacht, es wäre echt genial, wenn jüngere Generationen, die diese Kompetenzen haben, dieses Wissen an älteren Generationen weitergeben könnten und sie dabei helfen, dann online mehr präsent zu sein. Deswegen möchte ich jetzt diese Lösung anbieten. Wenn mein Vater zum Beispiel, der eine App nicht herunterladen kann, jemand anrufen könnte und in dem Fall nicht mich als Tochter, sondern andere weitere Helfer, IT-Supporter, die sich auskennen, die aber nicht unbedingt große IT-Professionals sind, sondern einfach Studenten oder Studentinnen sind, die ihm aber dabei helfen können, wäre er sehr glücklich und hätte er seine Probleme gelöst. Und das ist genau, was ich anbieten möchte. Wie würde das aussehen? Es gibt ein erstes Treffen, der analog stattfindet. Die Studenten oder Studentinnen würden dann der Senior oder die Senioren treffen, ihnen erste Informationen weitergeben, möglicherweise etwas auf ihrem Handy installieren, wenn das notwendig ist, und einfach ein bisschen die erste Vertrauensbeziehung aufbauen, weil natürlich muss man sich kennen. Dann geht es aber telefonisch weiter. Und ich sage telefonisch, weil das wichtig ist, dass man ein Mittel benutzt, das für diese Kunden oder sagen wir so für die Zielgruppe bekannt und vertraut ist. Und in diesem Fall ist es eben das Telefon. Damit dann die Studenten und die Studentinnen wenn sie eine Anfrage bekommen und dann sofort, dann können sie angerufen werden und sofort unterstützen. Und ich unterstreiche an dieser Stelle sofort, weil das ist genau das, wo ich mich von anderen Wettbewerbern von mir unterscheiden möchte. Nämlich, dass ich genau in dem Moment, wo der Senior oder die Seniorin ein Problem hat, unterstützen möchte und dass sie nicht darauf warten müssen, zum Beispiel einen Kurs zu besuchen, was super ist, aber nicht immer an der richtigen Stelle oder in dem richtigen Moment da ist, wenn sie das brauchen würden. Auf der anderen Seite möchte ich mich auch dafür irgendwie unterscheiden, dass die Kosten von meiner Dienstleistung planbar sind, dass eine gewisse Kostensicherheit gegeben ist, damit die Senioren und die Senioren wissen, okay, ich werde jetzt in den nächsten 12 Monaten so und so viel ausgeben für diese Lösung. Wir reden von einem großen Markt. Es gibt in Deutschland 18 Millionen Senioren, von denen circa die Hälfte eine bessere digitale Teilhabe gerne hätten, aber eben diese Schwierigkeiten erleben. Und von diesen 9 Millionen sind 1.750.000 in Bayern. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten 12 Monaten mindestens 1% von diesen Senioren erreichen werden.
Wenn ich wir sage, rede ich von mir, Anna Forestan. Ich bin Volljuristin und arbeite seit 12 Jahren in Unternehmen, wo ich die Geschäftsführung in unterschiedlichsten Fragen berate, nicht nur juristischen, sondern auch einfach Geschäftsfragen, habe verschiedene Gründungen begleitet und auch Akquisitionen. Von daher kenne ich mich in dieser Welt schon ein bisschen aus, nur aus einer anderen Perspektive. An meiner Seite gibt es auch Benjamin und Maria, zwei ehrenamtliche IT-Supporter, die super begeistert mitmachen wollten, als ich meine Idee ihnen vorgestellt habe. Und seitdem ich auf dem Gründungsweg gemacht habe, habe ich mir tatsächlich tatkräftige Unterstützung von CreateF und BizNetz geholt, die ich jetzt an dieser Stelle, glaube ich, nicht vorstellen muss. Wie sieht's aus? Ich habe jetzt eine Testgruppe mit 10 Testern aufgebaut und habe die 2 Supporter, die mich schon unterstützen. Ich habe auch meine erste Social-Media-Präsenz aufgebaut, damit die Bekanntheit der Leistung schon ein bisschen gesteigert werden kann. In Q1 2022 möchte ich auf jeden Fall gründen und eine Crowdfunding-Kampagne starten, um mein Produkt bekannter zu machen und gleichzeitig an Kapital zu kommen. Weil ich dann in Q2 2022 eine kostenpflichtige Leistung dann tatsächlich launchen möchte und das Team weiter aufbauen. Ich bin mir sicher, ihr kennt jemanden, der diese Dienstleistung gut gebrauchen könnte. Von daher bitte ich euch, alle möglichen Nutzer mir weiterzuleiten. Hier sind meine Kontaktdaten. Und ich bitte euch auch wirklich mir einfach auf alle meine Social Media Profile zu folgen. Ich bin relativ am Anfang, aber es wird noch viel passieren und ich bin mir sicher, dass ihr das gerne euch anschauen möchtet. Und an dieser Stelle in dieser Runde möchte ich auch darum bitten, vielleicht mich zu unterstützen, mein Netzwerk auszubauen und aufzubauen, weil ich relativ neu jetzt in dieser Branche bin und auch also sowohl in Bezug auf Investoren und Investorinnen und einfach Gründern und Gründerinnen, sowie auch einfach in der Age-Tech-Branche. Von daher, ich bin für jeden Kontakt dankbar. Wie kommt der Erstkontakt zum Kunden? Ja. Du bist sozusagen, du gehst in ein Online-Business mit Leuten, die anscheinend nicht online sind oder nicht genug online sind. Wie sollen sie dich finden? Wie sollen sie überhaupt dazu hinkommen, dass diesen Service zu nutzen? Weil sie werden dann im Zweifel nicht im Internet suchen, weil die Kundengruppe, die du vielleicht auch ansprichst, sind die, die wirklich tatsächlich wenig Wissen haben oder kaum Wissen haben, vielleicht das Internet gar nicht oder kaum benutzen. Würde ich jetzt zum Beispiel meine Schwiegereltern da reinnehmen und sagen, okay, die machen das tatsächlich nicht. Die würden aber die würden das ja niemals finden. Also ich wüsste gar, die würden da nicht mal, die wüsste ich gar nicht, wie der Erstkontakt zustande kommt. Nämlich mein Vater, der ist 80, der findet seine Lebensgefährten online. Also der macht Online-Dating, der braucht das nicht. Ne? Also der ist firm genug. Also deswegen, also das ist ja für mich die Kundengruppe, die wirklich tatsächlich keine Kompetenzen oder kaum Kompetenzen hat. Wie kommen sie zu dir? Ja, also ich habe tatsächlich mich mit diesem Problem schon beschäftigt, weil auch für die Testgruppe habe ich festgestellt, das ist nicht so einfach zu erreichen. Also ich würde ganz einfach mit einer Flyer-Aktion, ich habe schon in München sehr viele Flyer verteilt und es hat dazu geführt, dass einige sich gemeldet haben. Das würde ich dann deutlich massiver machen, also ganz, ganz was Einfaches. Erste Anzeigen in lokalen Zeitschriften einschalten und einfach Kooperationen mit Institutionen oder Gruppen, wo Senioren sich schon aus anderen Gründen treffen. Zum Beispiel habe ich jetzt schon jemand hier in München, Kuchentratsch heißen sie, kontaktiert. Sie backen Kuchen, also Senioren treffen sich, um Kuchen zu backen. Die werden dann weiterverkauft. Und da gibt es eben schon eine gewisse Gruppe an Menschen. Die werden wahrscheinlich nicht alle Interesse haben, aber ein oder zwei werden bestimmt mitmachen und dann natürlich auch kommt durch weiter Empfehlungen weiter. Du kannst natürlich auch die Kinder von diesen Leuten ansprechen, ne? Und das zum Beispiel auch als so ein Weihnachtsgeschenk verpacken, dass man seinen Eltern ein Jahr IT-Support schenkt. Das könnte man dann auch online. Ich hatte vergessen, jetzt diesen Punkt zu erwähnen. In der Tat, ich würde auch durch die Familienangehörige gehen. Ich bin, also deswegen habe ich auch schon die Social-Media-Präsenz aufgebaut, weil ich glaube, das wird ein gutes Kanal sein, was mir helfen wird, auch über die Familie zu gehen und dann praktisch dabei auf meine Zielgruppe anzukommen. Im Grunde brauchst du für das Thema Medienpartner, weil was machen Senioren, die lesen Zeitungen,
die hören Radio und sie schauen fern. Das ist ja die Gruppe, die noch fernschaut. Und im Grunde musst du sie darüber, kannst du sie erreichen. Wenn du jetzt nicht eben die, was haben ja nicht auch alle Kinder und nicht alle, ne, die meisten Kinder können dann selber helfen. Es geht ja auch hier um die Gruppen, die vielleicht keinen haben, der ihnen helfen kann. Und das ist sicher groß. Und da wirst du das mit, da glaube ich, musst du groß denken. Da musst du an große Medienkooperationen denken. Ne? Das ist, weil das ist der Kanal, wo du sie erreichen kannst. Eine Flyer-Aktion, um das zu skalieren, wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja, ich nehme es mit. Natürlich, groß denken bedeutet auch großes Kapital. Und, oder große Venture-Arme. Also weißt du, es, da ist es sozusagen, ja. Ne, also ProSieben, die haben ja alle Venture-Arme. Auch die großen Verlage. Ne, so, das ist ein Thema für die. Ja. Ja, das ist natürlich auch eine sehr wichtige Möglichkeit. Anna, wie hast du es geplant mit Teamaufbau? Willst du das weiter alleine machen? Wer fehlt noch von den Kompetenzen? Weil also IT-Support brauchst du, aber das ist ja eher sozusagen ein Mittel zum Zweck. Aber für dein Business, wenn du das groß machen willst, was fehlt dir da noch? Was ist also, da der Stand? Ja, definitiv ein IT-Experte, nicht ein IT-Experte, Marketing-Experte als Erste. Weil genau wie ich meine Zielgruppe erreiche, ist der wichtigste Punkt für mich momentan. Und dann mit der Zeit, indem ich meine Lösung natürlich ein Stückchen digitalisieren möchte und schauen, dass alles Mögliche einfacher gestaltet wird, wahrscheinlich eben einen IT-Experte an meiner Seite haben. Diese werden die ersten zwei Figuren, die ich sehr gerne haben möchte. Genau, IT-Experte, auch weil du es gesagt hast, ist ja das erste Onboarding persönlich und live. Das ist natürlich schön und wir wissen alle, dass es hier auch um Vertrauen geht, aber auch gerade da, um groß zu denken, ist es gerade im ländlichen Bereich und groß gedacht sicherlich auch schwer. Also da, glaube ich, solltest du auch unbedingt auf Lösungen schauen, wie man, ja, wie du alle abholen kannst, auch in kleinen Orten, wo nicht überall sofort Leute greifbar sind. Das plane ich tatsächlich, aber sagen wir so, in einer etwas späteren Phase. Irgendwo muss ich anfangen und für den Anfang muss ich erstmal vielleicht eher auf Großstädte legen und mit denen anfangen, wo die Leute ein bisschen einfacher zu erreichen sind. Welcome back. Das wurde da nochmal als Feedback wahnsinnig positiv wahrgenommen, wie du all die Chancen und all die Entwicklungsmöglichkeiten von CreateF wahrgenommen hast, wie aktiv du warst, was für super Arbeit du geleistet hast und vor allem, wie offen du wirklich warst für alle Hinweise, Kritik angenommen hast, aber auch ganz proaktiv auf uns zugegangen bist. Das hat uns allen wahnsinnig gut gefallen. Und da möchten wir dir natürlich auch weiter helfen. Der Businessaufbau, der ganze Bereich, ja, das ist die Herausforderung. Also wie kannst du das groß gestalten, groß denken? Wie kannst du aber da auch den ganzen Bereich Finanzen, Marketing, Vertrieb noch weiter aufbauen? Vielleicht mit Co-Foundern, aber vielleicht auch mit Partnern, hier auch regional. Also deswegen auch da würden wir dich natürlich gerne unterstützen, weil wir die Idee sehr schön und sehr smart finden und auch glauben, dass es da ganz wichtig ist, die Generationen zusammenzubringen. In diesem Sinne möchten wir dir gerne mit auf den Weg geben oder ich dich persönlich sehr gerne einladen, auch deine Idee nochmal bei uns im Female Investors Network zu pitchen, vielleicht auch gerade im nächsten Jahr und live hier in München mit einigen der Mitglieder, die hier in München sind, weil ich glaube, auch da wäre das Schneeballsystem vielleicht ganz schön. Wer kennt noch wen? Welche Vertriebswege fallen uns hier noch ein und wo bestehen Kontakte, um vielleicht als erstes den regionalen Standort zu stärken? Also, 20 nach 3, Pitch vorbei. Es ist relativ gut gelaufen. Ich habe Fragen bekommen, die mir nochmal Anregungen gegeben haben für ein paar Sachen, die ich beachten muss. Okay, jedes Mal lernt man was Neues, aber ich bin alles in allem sehr glücklich. Ich werde in dem Netzwerk, Investorennetzwerk Prime Crowd pitchen können, was natürlich mega ist. Ich freue mich so sehr drauf. Ich habe eine Rechtsberatung bekommen, die vielleicht, die dachten, dass für mich als Juristin vielleicht nicht so gut wäre, aber ich bin immer für jede neue Information super dankbar, von daher super glücklich.
und auch sogar ein Treatment bei den Langhaar-Mädchen in dem neuen Salon. Da freue ich mich total drauf. Gefreut. Unfassbare Pitches, unfassbare Entwicklung, unfassbare Investorinnen und Mentorinnen. Ihr seid der Wahnsinn. Ich freue mich, dass wir zu den letzten drei Awards kommen. Hey, ich bin Insa vom T3N Magazin, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich war gestern schon kurz bei der Aufzeichnung mit dabei und verfolge eure Reise auch schon ein bisschen länger. Und wir haben uns auch überlegt, wir wollen gerne, weil wir CreateF so cool finden, auch gerne einen Surprise Award an euch vergeben oder beziehungsweise an ein Team, an eine Gründerin von euch. Der Special Award, den wir uns überlegt haben, ist, wir wollen eine von euch beziehungsweise ein Team, wer weiß, einladen in unseren Podcast. Ich freue mich riesig, unseren Special Award zu übergeben an Ivana. Ich glaube da total dran, finde das Thema Retail super spannend, finde, da muss super viel innoviert werden und genau, wir finden, es passt super gut und ich freue mich richtig auf den Podcast und auf das Gespräch mit vielen lieben Ivana. Dankeschön, danke. Erstmal wollte ich euch allen herzlichen Glückwunsch sagen, dass ihr überhaupt dabei seid, dass ihr auf die Reise gegangen seid. Es war wahnsinnig toll, euch zu folgen, euch kennenzulernen. Ich bin begeistert und inspiriert. Ich habe immer gesagt, ich werde nie ein Startup machen, das ist mir zu viel Arbeit, aber ihr habt mir nochmal Inspiration gegeben. Vielleicht mache ich es doch mal irgendwann. Ich brauche nur noch die richtige Idee. Von dem her danke an euch alle. Ich bin heute hier, um den Gewinner der Networking Challenge von LinkedIn oder die Gewinnerinnen zu verkünden. Und der Special Award von LinkedIn geht an... Wir haben uns zwei ausgesucht, die Nina und die Lisa. Also, es war alles toll. Wir konnten uns nicht entscheiden. Ihr wart beide total super. Deswegen möchten wir gerne zwei Gewinnerinnen küren. Was bekommt ihr von uns? Jeder von euch bekommt einen 500-Euro Werbegutschein, den ihr auf Social Media ausgeben könnt. Es muss nicht unbedingt LinkedIn sein, kann natürlich, da unterstützen wir euch auch gerne. Dann möchte ich euch persönlich nochmal jeder separat eine One-to-One-Session mit mir anbieten, wo wir gern zum Thema LinkedIn sprechen können, aber auch zu anderen Themen, was ihr so auf dem Herzen habt. Und Selena wird noch zu CreateF und der Show einen Blogpost veröffentlichen, wo wir euch dann auch nochmal separat vorstellen werden. Wir möchten alle, euch alle nochmal was mitgeben, von dem wir glauben, es kann ein schöner Begleiter einfach für euch sein. Und der Preis, wie wir es auch gleich, wir arbeiten nämlich zusammen mit Ann-Kathrin Schmitz. Und sie ist selbst auch Gründerin, ihr kennt sie vielleicht. Sie ist auch sehr, sehr vokal auf LinkedIn, macht sich für ganz verschiedene Themen stark und möchten sie auch als Gründerin unterstützen. Ja, ihre Brand heißt Baby Got Business und sie hat zusammen eben mit Maison Heroine eine kleine Kollektion für die moderne Business Lady herausgebracht. Danke! Wir machen euch damit eine Freude. Ja! Hallo alle da draußen und zusammen. Wir freuen uns riesig, das heute so in einem kleinen, aber schönen Rahmen zum Abschluss zu bringen. Wir als Team von Google for Startups haben uns natürlich auch nochmal überlegt, dass wir gerne einen Preis verleihen wollen. Wir als Team setzen meistens eigentlich ein bisschen später an. Also wenn die Gründerinnen und Gründer schon ein bisschen weiter sind und mit ihrer Idee schon am Markt sind. Aber wir haben uns überlegt, es gibt da eine Gründerin beziehungsweise eine Idee, der wir gerne die Möglichkeit geben wollen, schon jetzt als Teil dieses Netzwerks
Teil von unserer Founders Academy zu sein. Das ist ein Programm, in dem wir Gründerinnen begleiten über mehrere Monate hinweg mit Coaching, mit Mentoring, mit Leadership, Organizational Development Coaching, also das volle Programm, was man braucht, um das Unternehmen zu entwickeln. Und als wir darüber nachgedacht haben, ist natürlich eine schwere Wahl, weil es sind wahnsinnig viele tolle Ideen dabei und tolle Gründerinnen. Haben wir uns natürlich überlegt, wie wir von Google eigentlich rangehen. Und wir als Unternehmen glauben natürlich daran, dass wir mit Technologie die großen Herausforderungen der Menschheit eigentlich lösen wollen. Wie können wir Technologie anwenden, um die großen Probleme, die großen Herausforderungen zu lösen? Und eine Idee trifft da tatsächlich genau in den Nerv. Es geht um Wasserknappheit als Thema, was natürlich ein riesengroßes Thema ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir gerne Nina als Gründerin von Shit to Power gerne die Möglichkeit geben wollen, Teil unseres Gründerinnenprogramms zu sein im nächsten Jahr. Das geht im Februar los. Und wir haben auch was vorbereitet. Danke. Genau, du wirst Teil unserer nächsten Kohorte sein von dem Female Founders, von der Founders Academy und gemeinsam mit den anderen Gründerinnen auf die Reise geschickt werden. Und hoffentlich sehen wir dann bald, wie sich deine Idee in die Realität umsetzt. Danke. Darf ich dich auch drücken? Natürlich. Ja, verbringen wir den März. Das ist so der symbolische Scheck. Ah, oh, cool. Von veganem Käse hin zur Meat- oder Fairmeat-App, aber auch alternativen Energiegewinnungsmöglichkeiten. Die Diversität der Gründungsideen unserer Teams ist so vielfältig wie eben auch die Welt und Gesellschaft. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir mit diesem Abschluss heute die Staffel beenden können und wünschen allen Gründerinnen unheimlich viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja schon demnächst zu Staffel 2.